Hallo, hallo und herzlich willkommen. So viele Menschen, ich bin begeistert. Hi. Na, wie geht's euch? Oder sind ja schon einige Leute da? Hallo an Senna So. Hallo an Pretty Angel. Hi Kata, Wawa ist auch da. Hi Isomir. Helen. So viele bekannte Gesichter, das ist zu schön. Hallo Yassi und hallo Sarah. Hallo La Luna und hallo Black Red Baroness. Schön, dass du jetzt auch hier bist. Beim letzten Mal getroffen bei Firi im Chat. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Hallo Joanna und hallo Cassie. Hallo Lily Wonder und Onila ist auch da. Stormwitch! Heißt eigentlich Stromwitch oder Stormwitch? Hast du dich da ein bisschen vertippt oder soll das so? Das wollte ich schon immer mal fragen. Hallo Sarah und hallo Keksi! Oh Keksi, heute ist deine Karte angekommen. Beziehungsweise Vito hat heute endlich mal den Inhalt des Briefkastens rausgeholt und da war deine Karte und ich habe mich irrsinnig gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich wollte dich sogar vorhin anschreiben und fragen, wann du immer streamst. Also ich habe vorhin mit Vito ausgemacht, dass wir den Sonntag jetzt immer als Otome-Sonntag machen und er dann den Freitag wieder bekommt. Genau, was ist in dem letzten Stream passiert? ganz viel. Ganz viel. Wir sind jetzt so mit Wladimir. Hallo Kiritoki. Helen hatte ich schon. Oh, Blue, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Josie und KDK. Hi. Und hallo Pink. So, jetzt muss ich gucken, dass ich niemanden doppelt nehme. Hallo Kasunim. Ein stürmisches Hallo an alle. Geht's bei euch auch so drunter drüber? Ja. Also, Sabine ist voll am Machen. Sabine ist draußen richtig am, ne? Am Arbeiten. Ist schon gruselig. Also, wir haben auch heute alle Termine abgesagt. Wir hatten eigentlich Reitunterricht. Aber um 2 ging es hier halt richtig los. Und dann haben wir gesagt, nee, da sollte man sich vielleicht nicht aufs Pferd setzen, wenn man da heil runterkommen möchte. Und hallo Anna. So, Yassi hatte ich schon. Hallo Angie. Und Pumis ist auch mal wieder da. Hallo Tatania. Hallo Lia. Okay, da wurde noch ein Stream verpasst. Wir machen gleich eine kurze Zusammenfassung. Hey, nach sehr langer Zeit. Och, Sarah, so lange ist es nun auch nicht her. Hallo Lou World. Freut mich, dass ich dir vorhin weiterhelfen konnte. Hallo Evelyn. Hauna, meine Liebe. Na, hab mir gerade Popcorn fertig gemacht. Was für Popcorn? Süß oder salzig? Ich liebe Karamellpopcorn. Da könnte ich mich reinlegen. Hallo Gatta und hallo Emmy. Hi, wie geht's? Mir geht's doof. Haben gestern beim Lehrgang Basketball gespielt und ich wollte den Ball fangen und bin umgeknickt. Hab mir einen Kapselriss und einen Teil meines Knochens. Oh, gute Besserung, Emmy. Wirklich. Das ist nicht schön und ich hoffe, du wirst ganz, ganz schnell wieder gesund. Dieser Sturm geht mir so auf den Sack. Also, wir wurden freigesprochen wegen Schule. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe auch schon gehört, dass in vielen Bundesländern die Schule morgen ausfallen soll. Ich muss trotzdem zur Arbeit. Aber gut, ich habe einen Geländewagen, also was soll's. Es ist offiziell, wir machen ein Harem auf.
Wer mitmachen will, schaut bei Valkyria auf Twitch am kommenden Sonntag vorbei. Essen, Getränke sowie Shampoos gibt's bis zum Abwinken. Vito ist natürlich auch ganz herzlich eingeladen. Wer braucht schon eine Partnervermittlung? Valkyria macht ein Harem auf. Seid dabei und werdet eines der begehrtesten, heißesten Schnabeltiere. Und Ronja, vielen, vielen Dank für dein Follow. Danke. Offiziell, ganz legal, hier auf diesem Kanal. Keksu, du solltest meine Pressesprecherin werden. Das Hallo, geht's wie? Jetzt, wo du sagst, ja, ich habe mich verschrieben. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht bloßstellen oder so, ne? Also dann sage ich Storm, ja? Dann nenne ich dich jetzt immer Storm. Dann weiß ich Bescheid, dann muss ich das in meinem Hirn so umspeichern. So. Nuk Nuk Piu, hallihallo, na? Habe auch vom Sturm gehört, bin zum Glück in der Schweiz. Oh, Yassi, okay, alles klar. Das heißt, bei euch ist es gar nicht so, dass Sabine am Machen ist. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich bin heute auch dabei, endlich. Cinderella Lady, hallo Ella. Ich freue mich, dass du da bist. Aber wie gesagt, ne, das ist keine Verpflichtung, hier dabei zu sein. Bei uns ist es noch ganz ruhig. Emmy, noch. Du sagst das richtige Wort. Ich habe sogar gestern wieder alle deine Henrys Geheimnis-Videos geguckt. Dana, alle? Alle? Weißt du, wie viele Stunden das sind? Hallo Doro! Und hallo Nessa! Na? Süße Karamell-Popcorn, ja. Salzig, aber Karamell liebe ich auch. Oh, salzig ist gar nicht meins. Habe ich einmal in Australien probiert und dann haben wir hinterher diese Packung den Einheimischen geschenkt. Also, war im Kino, als du den Stream begonnen hast. Ui! Heute? Das ist jetzt natürlich doof, ne? Entschuldigung. Was ist da von Nachbarn los? Ja, ich habe auch heute schon gehört, ne? Wir machen Sturmwichteln. Das heißt, alles, was wir nicht mehr haben wollen, das stellen wir einfach vor die Tür und dann wird das weitergeschickt und gucken, wo es ankommt. Auch eine sehr schöne Idee. Hallo Diabolics! Na, wie geht's dir? Ist der Sturm seit Mittag voll dabei? Ja, an der Küste ist es natürlich besonders heftig, Onila, das stimmt. Ich meine, wir wohnen ja wenigstens noch ein bisschen im Inland. Hallo Reiser! Ich muss auch zur Schule. Oh, doof. In welchen Link kommst du nicht rein? Bei uns sind alle Schulen geschlossen. Alles klar, Anna. Ja, aber Katie, wo kommst du nicht rein? In welchen Link? Hallo, Luxeo. Hallihallo. Und ich höre Sharon. Hallo, Player Tascha. Hi. Und Reglef ist auch da. Ja, moin an alle. Moin zurück. Morgen auch keine Schule. Oh, Doro, ich will auch. Bei allen fällt hier die Schule aus. Danke dafür, Sabrina. Sabine. Ich glaube, sie heißt Sabine, oder? Hab eh Ferien. Ja gut, Jule, dann ist auch in Ordnung. Rimuru, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch und darf schön in den Sturm fahren. Ich habe zwar ein SUV, aber trotzdem. Ja, ich habe auch einen Geländewagen. Also, fahr bloß vorsichtig. Bitte. Ich brauche dich noch. Ich darf trotz Sturm morgen die Kinder zur Kita bringen und danach zur Arbeit. Nessa, das ist hart. Also ich habe gehört, dass gerade so bei Kindergärten und Grundschulen wohl ausfallen soll. Aber das ist natürlich... So, kommen jetzt noch ganz, ganz viele Leute rein. Hallo, wer dann die? Ich höre dich. Pummes hat Ferien. Echt, sind momentan Ferien überall? Krieg gar nichts mehr mit. Hallo, Sophie! Uni hat deswegen die Klausuren verschoben. Ah, okay. Na, das ist natürlich auch cool. Den du jetzt letztens in meinem Stream geschickt hast oder so. Ansonsten schreib mir eine PN hier auf Twitch, wenn ich dir noch was schicken soll. Oder auf Instagram. Und da ist es jetzt egal, ob du bei Vityria oder bei Valkyria reinschreibst. Ich habe heute mal sämtliche Nachrichten beantwortet, weil bei Vityria haben wir seit Januar keine Nachrichten mehr beantwortet gehabt. Und da habe ich heute mal ein bisschen nachgeholt. Reni Mac hat morgen auch keine Schule. Hallo erstmal. Du hast mich hungrig gemacht. Mach mir jetzt Popcorn. Alle essen sie Popcorn, ich will auch welches. Wir waren nämlich gestern bei Schrotti mit Tiffy zusammen und da haben wir auch Popcorn gegessen. Und zwar... mit Stäbchen. Und ich glaube, ich werde jetzt immer Popcorn mit Stäbchen essen, weil das hat irgendwie was. In Emmerich sind Grundschulen offen. Okay. Die Bäume tanzen vor meinem Fenster. Naja, gut, solange sie nicht bei dir reinschauen. So,
Klatsch, moin. Ja, alles gut, ne? Klar bin ich dabei. Ich bin echt ein Fan von deinen Streams. Du machst so richtig geil. Oh. Du, die wären nicht so gut, wenn der Chat nicht auch so mega aktiv wäre, ne? Also, ein guter Stream ist vor allem auch mit guten Zuschauern bedient, wenn ich das so sagen darf, weil das hält den Stream am Leben. Die Konversation mit dem Chat, you know? Dieses Mimimi wegen diesem Wind. Ich darf morgen LKW fahren. Ja gut, Reiser, dann viel Spaß. Aber ich glaube, LKW ist auch relativ windanfällig, ne? Nicht, dass es dann so umfällt. Halleluja. Ich hatte nie frei wegen Sturm, also noch in der Schule war. Hab die ganze Woche Urlaub. Nicht schlecht. Und Kiritoki muss auch wie immer raus. Also, tut mir sehr leit für die Leute, die morgen mit mir zusammen auch raus müssen. Ich muss auch raus. Und dann über die Autobahn. Ich freue mich nicht. Ich habe keinen Popcorn. Weder jetzt noch gestern. Sorry. Und eine Kuro ist da. Hallo Kuro. Na, meine Liebe, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich kann jede Folge wirklich ernsthaft alle Folgen auswendig. Ich gucke das immer und höre das immer fast jeden Abend zum Einschlafen. Oh, ich bin ein Hörbuch. Da freue ich mich. Karamellpopcorn ist auch lecker. Ja, vor allem, wenn die so richtig karamellisiert sind. Wenn, also das muss richtig am Zahn festkleben. Das ist gutes Karamellpopcorn. Das ist das, was ich liebe. Hallo Tanja. Hallihallo. Nur kurz da, bin gleich wieder bei Schwabbelhäschen. Alles gut, Kuro. Grüß den Lieben von mir. Werden wir heute die 100 schaffen? Heute wird ein Harem aufgemacht. Seid dabei, findet eure Lieblingspartner. Habt Spaß live auf diesem Kanal. Oh, hallo Linfen. Und hallo Schoko. Na? Wir das alle überstehen, sich zusätzlich rüsten. Ja, genau. Also dann komme ich gleich wieder, mach mir jetzt Popcorn. Obwohl ich nichts verpassen will. Alles gut, ich denke mal, wir fangen gleich an. Ist ja auch gleich so bald. Popcorn mit extra Butter gibt's dort hinten. Oh. Jetzt kriege ich Hunger. Ich habe heute nur gefrühstückt. Ja, wird interessant. Hab seit Dezember 2019 den Führerschein, also ganz frisch dabei. Dann fahr bitte vorsichtig, Reiser. Bau bitte keinen Unfall. Nur ich und jemand anderes haben genug Rückgrat, um zu sagen, wir gucken mal, wie schlimm es morgen wird. Alle anderen sind so, yeah, keine Schule. Genau. Das war es egal, ich bin einfach immer da, wenn du streamst. Du bist süß. Und in Düsseldorf dürfen alle zu Hause bleiben. Ich ziehe nach Düsseldorf. Hallo Jessie. Genau, also nochmal an alle, die betroffen sind. Hallo Vanni. Fahrt bitte morgen super vorsichtig. Ja, lasst euch von Sabine nicht aus der Spur bringen. Weil das wäre doof. Hallo Tinchen. Hi. Ja, Mikey als Hörbuchsprecherin. Ich habe mich tatsächlich informiert und das ist gar nicht so einfach. Hallo Leila. Es ist nämlich so, dass man schon eine Ausbildung braucht. Also Schauspielausbildung ist schon wünschenswert. Und ansonsten braucht man eben auch bestimmte Lehrgänge. Man braucht Trainer, damit man mit seiner Stimme umgehen kann. Weil wenn man sich die Hörbuchsprecher anhört, die betonen alle ganz anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel lesen würde. Es ist halt viel professioneller und die können ja wirklich über Stunden lesen. Beim Hörbuchsprechen ist es so, dass man 7 bis 8 Stunden am Stück aufnehmen muss und die Stimme leidet gar nicht darunter. Wenn ich hier 2,5 Stunden meinen Stream gemacht habe, dann ist meine Stimme am Arsch. Das muss man halt wirklich üben, ne? Mein Freund arbeitet bei der Bahn. Ew, die haben schon den ganzen Tag alle Hände voll zu tun. Und morgen muss er auch wieder los. Das ist richtig blöd, Kasonim, weil wenn da die ganzen Bäume auf die Schienen fallen, ist natürlich auch blöd. Ich bin auch da. Hallo Lilie. Na, meine Liebe. Muss man eine ganze Box mit Popcorn schicken? Würde ich machen. Ja!
Ja, schickt mir euer Popcorn. Ich hoffe, mein Mann kommt 19 Uhr sicher zu mir nach Hause. Ich drücke die Daumen, Linfin. Also wer jetzt gerade da draußen ist, es ist ja zum Glück jetzt dunkel, aber das pfeift hier auch ganz schön. Es könnte sein, dass ihr zwischendurch auch mal so ein Pfeifen hört. Und ich hoffe, dass der Stream auch bis zum Ende durchhält. Nicht, dass irgendwelche Bäume dann auf die Leitung fallen oder so. Man weiß ja nie, ne? Sie sind ja auch im Training. Du nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber, ich sag ja nur, ne? Also man braucht da wirklich schon eine richtige Ausbildung für. Gerade auch Richtung Schauspiel. Manche wollen sogar Gesang. Ja, ich habe tatsächlich auch schon an Synchron gedacht, dass man vielleicht mal eine Synchronausbildung macht. Aber da habe ich momentan nicht das Geld für und die Zeit leider Gottes auch nicht. Und Lili hat morgen auch Schule. So. Genau, Leute, ich muss euch sagen, ich habe bei Sweet Amoris noch gar nicht weitergemacht. Oh. Ich mache mal kurz das Event und dann können wir mit Moonlight Lovers anfangen. Wenn es euch nichts ausmacht. Beim letzten Mal habt ihr mir auch so schön geholfen. Ja, ich kann verstehen, dass der Chat dazu zu tun hat. Ich meine aber auch, Henrys Geheimnis oder Eldaria sind auch Bombe. Absolut. Absolut. Meine Mimi ist da. Ein kurzes Hallo, ehe ich wieder an den Herd muss. Hallo, meine Süße. Das ist meine beste Freundin. Mit wem spielst du das Event gerade? Mit Ryan. Mit Ryan. Ich habe noch kein einziges Bild, weil ich nämlich den Anfang des Events verpasst habe. Und genau. Okay, fangen wir einfach mal an. Ich glaube, sie analysiert auch nur deine geringsten Bewegungen. All das muss von Bedeutung sein. Denk gut nach. Ich bin direkt vor euch. Ich bekomme alles mit. Ja, es ist nur, ich bin neugierig. Und das ist gut so. Du bist zweifelsohne dabei zu lernen. Du wirst es weit bringen, das steht fest. Wirklich? Sieh zu und lerne. Versprochen. Ich werde eine Kerze anzünden, bevor wir weitermachen. Fühlst du dich zu einer bestimmten Farbe hingezogen? Sie hat drei Kerzen vor mich hingestellt. Also Gold, Schwarz oder Rot. Weiß nicht, muss ich jetzt nochmal? Hier, wartet mal. Ich glaube, ich mache dann hier nebenbei nochmal das Overlay wieder. Startpull. So. Also welche Farbe nehmen wir? A, B, C. Gold, Schwarz, Rot. Ich habe das Gefühl, ihr habt das alles schon gespielt, oder? Okay, okay. Ja gut, ich denke mal, das ist ziemlich eindeutig. Dann können wir das hier ja schon mal beenden. Jo. Die meisten sagen rot, dann nehmen wir auch rot. Overlay ist weg, Overlay ist weg. Sehr schön. Die Kerze der wahren Liebe. Oh ja. Wirklich? Allerdings, das ist eine ziemlich bekannte Symbolik. Bravo, du gewinnst das Item Handschuhe Flowery Modern Witch. Ja, ich weiß nicht, Flowery Witch finde ich jetzt irgendwie insgesamt nicht so schön. Ich mag das andere Outfit lieber. Schwarz oder weiß? Ihr entscheidet mal, ich kann mich irgendwie nie wirklich entscheiden. Oder beige? Ich finde schwarz, glaube ich, am neutralsten, oder? Teile deine Meinung dazu. Schwarz, 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 schwarz. Ich habe bislang Yon und Neth fertig. Okay, ich bin ein bisschen zurückgeblieben. Also nicht im Kopf, ne, sondern... Hab gehört, es soll noch Arbeitsleben geben. Was? Einerseits geil, mehr B-Move-Content, aber andererseits heißt das wieder, nicht gehalten hat mit den Jungs. Doch, doch, tatsächlich schon, Nuk Nuk Pew. Das hat B-Move auch schon angekündigt, dass wir wirklich mit den Jungs, die wir in Campusleben hatten, weiterspielen werden.
Also ich denke mal, dass es dann da auch wieder 20 Kapitel geben wird. Vielleicht wird das sogar an Campusleben drangehängt, weil die Sucrette sieht auch genauso aus wie vorher. Also, okay, schwarz. Ich habe alle fertig. Was, ehrlich? Dann hast du aber reingecashed, oder? So, dann nehmen wir schwarz. Und du hast eine sehr gute Wahl getroffen. Dankeschön. Die Gestirne haben gesprochen, ich muss mich wieder mit ihnen verbinden, um fortzufahren. Nein, wir spielen jetzt nicht sofort weiter, sondern wir machen in 3 Stunden weiter. Vielleicht zum Ende des Streams, weil wir wirklich 3 Stunden brauchen. So. Nun aber los zu Moonlight Lovers. Für die Leute, die beim letzten Mal nicht da waren, ihr habt jetzt entweder die Möglichkeit, wollt ihr das komplette Kapitel nochmal sehen, dann würde ich euch den Link schicken, dann schreibt mich bitte ganz kurz per PN an. Oder zum Beispiel bei Instagram, dann schicke ich euch das nach dem Stream direkt. Ansonsten, kurze Zusammenfassung, Chat ergänzt bitte. Spielst du die nächste Eldaria-Episode auch im Stream? Wenn ihr Bock drauf habt, Lege, dann ja. Krasse Eldaria. Eldaria ist cool. Eldaria ist mega von der Story her. Also an der Story kann man wirklich überhaupt nichts sagen, ne? Möge das mit Fiebern gewinnen. Also, okay, was ist in Kapitel 5 passiert? Wir haben uns mal wieder mit Wladimir gestritten, weil es uns sehr, sehr auf den Keks gegangen ist, dass er sich uns gegenüber wieder verschlossen hat. Er war, nachdem er sich uns offenbart hat, sehr, sehr zurückhaltend. Er ist uns sogar aus dem Weg gegangen. Daraufhin haben wir mit Aaron gesprochen. Aaron hat gesagt, dass irgendwie niemand so wirklich richtig an ihn rankommt. Also an Wladimir jetzt, und dass wir uns daran gewöhnen sollten, obwohl wir ja eigentlich diese besondere Bindung mit ihm haben, Richtung Blutmarkt und so weiter. Jedenfalls haben wir uns enorm mit Wladimir gestritten, und daraufhin hat unsere liebe Eloise beschlossen, in die Stadt zu gehen und Party zu machen, wo sie dann auf Beliath getroffen ist. Dann haben sie gefeiert und schlussendlich ist sie dann alleine nach Hause gegangen, wo wir uns alle schon dachten, ja gut, cool, das ist ein Mörder auf freien Fuß, aber mach ruhig. Und es kam, wie es kommen musste. Sie hat eine Leiche im Wald gefunden und zusätzlich dann auch noch den Mörder. Der Mörder hat sie dann noch angegriffen. Es war definitiv ein anderer Vampir. Und plötzlich kam unser Ritter in Samt-Kaschmir-Rüstung und hat gegen ihn gekämpft, hat uns gerettet, tatsächlich auch vor ihm. Der Angreifer ist geflohen, Wladimir ist schwer verletzt gewesen und wir haben dann einen auf Krankenschwester gemacht. Und ja, am Ende ist es dann tatsächlich auch zu einem Kuss gekommen und er hat uns gesagt, dass es ihm sehr leid täte, was bisher passiert ist, dass er uns gegenüber so abwesend, ablehnend sogar war. Genau. Kann ich euch das... Ja, klar, das Bild kann ich euch zeigen. Das ist kein Problem. Tagebuch, ne? Ja. Ja, also das ist das Bild, das wir bekommen haben. Wir waren halt seine Krankenschwester, haben ihn versorgt, haben seine Wunden verbunden und so weiter. Und letzten Endes, ihm tat das alles unglaublich leid. Er ist nicht wirklich glücklich gewesen als Vampir. Und hallo Black Dragon, hallihallo. Genau, also das ist sozusagen... Kapitel 5 in a nutshell. Und ihr hattet ja beim letzten Mal, ich habe nochmal mit Katha gesprochen, ja? Katha hatte uns ja dieses wunderschöne Bild gemalt mit Wladimir als Krankenschwester. Ihr habt jetzt natürlich alle gesagt, jetzt wollen wir aber auch noch Aaron als Krankenschwester sehen und wir wollen auf jeden Fall auch Ivan als Krankenschwester sehen. Und die liebe Katha hat mir insgesamt 4 Bilder geschickt und die kann ich euch gerne auch noch mal ganz kurz zeigen, weil ich finde, ihre Bilder sind einfach nur göttlich. Ich mache mich mal kurz ein bisschen größer. Look at me, I'm beautiful. Nein, I'm not so. Also da hätten wir einmal den Aaron. Ja. Es gibt noch eine zweite Variante von dem Bild. Also, hallo Peachy. Nummer 1. So. Dann kam die nette Variante. Finde ich auch sehr schön. Hat was von der Sesamstraße mit. Hey du, willst du ein paar Medikamente kaufen? So im Mantel drin, eingenäht. Finde ich großartig. Jetzt kommt allerdings nochmal Katas Bild Nummer 2, was ich persönlich verdammt heiß finde. Oh Gott, ich liebe euch, wirklich.
Wenn man mir solche Bilder schickt, bin ich glücklich. Ja? Also, das ist natürlich großartig. Ja? Kata ist ein Genie. Kata ist ein Genie. Hat mir dann noch ein zweites Bild geschickt. Das kann ich allerdings nur auf der Seite drehend zeigen, weil Handy dreht irgendwie nicht mit. So. Nummer zwei. Ja? Krankenschwester Aaron. Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich muss schon sagen, Kata, du hast mich sehr, sehr glücklich mit diesen Bildern gemacht. Oh, so, ich mache mich wieder klein. Zack. Aaron sich draufschmeißt. Es kann sein, dass ich nicht alles mitbekomme, weil der Sturm hier echt heftig ist. Und es kann sein, dass unser WLAN nicht mehr geht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ist dann der Link wieder bei Discord? Ja, der Link, der kommt wieder bei Discord. Alles gut. Kein Thema. Eine Joko, Ellie. Dieses Bild ist toll. Die Bilder sind alle genial. Also da hat sie sich wirklich schon sehr, sehr viel Mühe gegeben, die Gute. So. Genau, ich hoffe auch, dass Sabine mir nicht das WLAN hier weghaut, irgendwann im Laufe des Streams. Aber wir sind mal optimistisch, das pfeift draußen ganz gut und wir machen jetzt mit Kapitel 6 weiter. Ido, wurde es gerade gespoilert. Bin auch für Wladimir. Ach so, das heißt, du bist noch gar nicht bei Kapitel 5, ja? Geht's jetzt los? Es geht jetzt los. Jetzt geht's los. So. Hab noch keinen Ton an. Black Red Baroness. Ist das dein Ernst? Ah, danke euch. Diese Reaktion made my day. Danke. Kata, das muss einfach gezeigt werden. So. Also. Aufi. Das Kapitel habe ich heute durchgespielt. Das Bild ist so... Okay. Ich bin gespannt, ob wir es gemeinsam auch kriegen werden. Ansonsten ist nächste Woche ein Replay angesetzt. So. Ich lief barfuß durch den Wald und meine Knie und Hände waren voller Blut. Mein Instinkt sagte mir, dass ich in Gefahr war und etwas mich verfolgte. Doch was nur? Alles, was ich wusste, war, dass ich keine Chance hätte, wenn dieses Etwas mich einholen würde. Nicht einmal die geringste. Plötzlich stieß ich mit voller Wucht gegen einen harten Gegenstand und mir entfuhr ein lauter Schrei, während ich stürzte und schließlich den Boden entlang schlürfte. Schürfte, nicht schlürfte, das ist irgendwie merkwürdig. Verängstigt versuchte ich aufzustehen und meine Flucht fortzusetzen. Wenn ich hier bleiben würde, wäre ich so gut wie erledigt. Doch das eiskalte Lachen, das nun ertönte, raubte mir jegliche Hoffnung. Er war zurück. Ich hob mir den Arm vors Gesicht, was wirklich ein bedauernswerter Verteidigungsversuch war, und kauerte mich auf dem Boden zusammen. Ich atmete tief ein und stieß einen lauten Schrei aus. Was zum... Ich muss geschrien haben. Das ist bestimmt auch der Grund, warum ich aufgewacht bin. Mir ist immer noch ganz mulmig. Das wirkte einfach alles so echt und so unheimlich nah. Hallo Merlimer. Der Kurs wurde mir gespoilert, ich bin noch nicht so weit. Ja, aber wir spielen auch heute Kapitel 6. Ich hatte noch nie zuvor einen so schlimmen Albtraum gehabt. Ich fühle mich doch mittlerweile sicher hier. Wie kann es dann sein, dass ich mich immer noch so bedroht fühle? Könnte es vielleicht damit zu tun haben, dass ich mit Vampiren zusammenlebe? Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich... Was? Was ist das? Was passiert hier? It's a Blitz! Ach, du Heilige. Ja, da haben wir ihn. Das ist unser lieber Herr Angreifer. Jetzt ist natürlich die Frage, schläft sie? Oder ist sie wach? Und er ist wirklich da. War das eben ein Traum im Traum? Und, ne? Das ist jetzt irgendwie... Ja. Ist Teil 5 schon in Discord? Müsste sein, Layla. Ich habe es heute reingestellt. Ja. Mache ich, Evelyn. Alles klar. Danke, dass du kurz da warst. Bis zum nächsten Mal. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir?
Ich kann sein Gesicht nicht erkennen. Er kommt immer näher. Oh nein, bitte nicht schon wieder dieses grausame Lachen. Lasst mich in Ruhe, verschwindet! Valkyrie, warum kann ich mich nicht bewegen? Warum bin ich wie gelähmt? Valkyrie, nein, nein, nein! Valkyrie, ich hab geschlafen, ich wusste es. Es war ein Traum im Traum und jetzt sind wir wirklich wach. Hallo Akaya, einen wunderschönen guten Abend. Meine Güte, ich dachte schon, ich würde euch nie wach bekommen. Was? Was ist eigentlich hier los? Und warum irzt und euchzt er mich wieder? Weil wir waren doch schon bei du, oder nicht? Was mache ich denn bitte in eurem Zimmer? Ihr habt darauf bestanden, den Tag über bei mir zu bleiben und seid dann auf dem Sessel eingeschlafen. Erinnert ihr euch? Ja. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich wollte auch deswegen bleiben, weil ich Angst davor hatte, allein in meinem Zimmer zu sein. War es etwa eure Stimme, die ich im Traum gehört habe? Das kann ich euch leider nicht sagen. Alles, was ich weiß, ist, dass ihr geschrien und wild um euch geschlagen habt. Als ich versuchte, euch aufzuwecken, wart ihr beinahe auf den Boden gefallen. Ich konnte euch gerade noch auffangen. Das ist also durchaus möglich, ja. Ja, Pressesprecherin Keksi und Flieg. Also, es war wirklich grauenhaft. Ich hatte selten solche Angst in einem Albtraum. Ich weiß nicht, wie das geendet hätte, wenn ihr mich nicht aufgeweckt hättet. Also, danke. Wirklich. Ihr hättet das nicht tun müssen, wisst ihr? Es tut mir wirklich leid. Ich muss total unbeholfen gewirkt haben. Oder aber, es wäre mir lieber gewesen, wenn ihr mich nicht in diesem Zustand gesehen hättet. Einen Moment, Start. So. A, B oder C? Und immer noch nicht du. Ja, weil wir waren ja eigentlich schon per Du mit ihm. Und jetzt ist er wieder beim Irzen und Euchzen. Wenn sie den Kuss jetzt geträumt hat, fress ich einen Besen. Ja, das irritiert mich nämlich auch gerade. Weil warum sollte er uns jetzt wieder irzen und euchzen, wenn wir doch vorher schon beim Du waren? Nein, der war absolut echt. Ich hoffe es, Kasunim. Ich hoffe es. C denkt sich erstmal, nee, ich blink nicht im Takt. Ist das so? Ich hab da gar nicht drauf geachtet. Oh ja. Okay, C ist erstmal so der Einzelgänger. Aber die meisten sind für A. Deswegen nehmen wir auch A. Vielleicht muss er sich erst an das Du gewöhnen. Ja, das kann natürlich auch sein. Kurz, Ree, bis die Nudeln gut sind. Oh, Mimi, machst du mir auch Essen? Ich habe Hunger. Ich muss gehen, mein WLAN ist nicht mein Freund. Habt ihr auf Instagram geschrieben? Schönen Abend und viel Spaß. Alles klar, Vanni. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hoffentlich regeneriert sich dein WLAN wieder. Ich habe nämlich auch ein bisschen Angst, dass es heute abstürzen wird. Aber mal gucken. Vielleicht lässt Sabine uns ja auch das WLAN. Hoffentlich. Jetzt sagt mir nicht, die hat es entweder geträumt oder er verschließt sich jetzt wieder, dann schmeiße ich mein Popcorn um mich. Oh oh. Also seit letztem Mal duzen sie sich? Eigentlich ja, Akaya. Eigentlich ja. Was soll ich dir denn kochen? Ich koche dir fast alles. Carbonara bitte. So, und jetzt machen wir mit A weiter. Ah. Keine Ursache. Ich kenne diese Art Träume nur zu gut. Trotz unseres besonders tiefen Vampirschlafs hatte ich bereits mehr als genug davon. Seine Albträume müssen ja ganz schön heftig sein, wenn ihn das so mitnimmt. Vielleicht sollte ich ihm ja von meinen Träumen erzählen oder versuchen, etwas über seine herauszufinden und dabei hoffen, dass er nicht wieder in sein übliches Schweigen verfällt. Ich muss ihn ja nicht gleich in Verlegenheit bringen mit meinen Fragen, ich werde ihn einfach ein wenig ausfragen, um mir ein Bild davon machen zu können. Wollt ihr darüber reden? Oder kommt es denn immer noch vor, dass ihr diese Art von Albträumen habt? Also A, B oder C. Oh, Moment, jetzt habe ich es aus Versehen weggemacht. Moment, 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 wir haben es gleich. Jetzt. Was, bei euch hängt es? Also an mir liegt es zum Glück nicht. Ich habe keine Verzögerungen hier.
Okay, es schwankt also zwischen B und C. C, B, C. ...23, 24. Okay, B holt ordentlich auf. So, ich habe jetzt auch Popcorn. Kiritogi, tu mir das nicht an. Beim nächsten Mal hole ich mir auch welches. Okay, also B. Möchtest du darüber reden? Was soll ich dazu groß sagen? Dass ich Träume hatte, aus denen ich schweißgebadet und völlig verstört aufgewacht bin und das mit dem Gefühl, gefangen, verzweifelt und ohne Hoffnung zu sein? Ich denke nicht, dass das für euch von Interesse wäre. Seht ihr? Das hätte ich zum Beispiel nie gedacht. Ihr habt so tief und fest geschlafen, als ich euch beobachtet habe. Und habt dabei so ruhig und entspannt gewirkt. Entschuldigung. Ey, daher Stream hier, wenn nächste Episode draußen? Sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe ja eben schon gefragt, einige sind dafür. Gesundheit, Dankeschön. Und Isomir hat Schokobons, ich will auch. Danke. Jetzt kommt's wieder. Oh, dein Niesen ist so süß. Ich kenne das schon. Danke. Du klingst wie ein Meerschweinchen, wenn du niest. Oh, Marc! Hallo, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für dein Raid und herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dich für deinen Affiliate-Status. Dankeschön. Na, wie war euer Stream? Was habt ihr gespielt? Und hallo, Joyce. Na? Gesundheit, Gesundheit. Ich wurde mit Schokolade erschlagen. Mein Freund ist da. Warum habt ihr alle was Leckeres? Outlast und DBD. Marc, wir müssen auch mal wieder DBD spielen. Ja, ganz gut. Outlast angefangen und dann DBD. Und jetzt kommt ihr hierher. Oh yes. Warte, Paul? Ich habe Paul gar nicht gelesen. Paul ist auch da? Wo? Paul auch da? Alle schreiben gerade Paul! Aber ich sehe Paul gar nicht. Hab den Paul mal mitgebracht. Ui! Dankeschön! Ach doch, Aldi-Wurst joined the stream. Oh yes, excuse me so much, Wursti. Tut mir leid. Tut mir so leid. I'm so sorry. So, also, ihr lieben Zuschauer von Marc, ich weiß gar nicht, wie nennst du denn deine Community, Schatzi? Damit ich sagen kann, liebe Markianer oder liebe... Was soll ich sagen? Oh, Joyce. Oh, da kommt zweimal, glaube ich. Die sind namenlos. Also, hallo Namenlose. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir spielen heute weiter bei einem Otome-Game namens Moonlight Lovers. Das hier vor uns ist unser Vampir, den wir versuchen, um den Finger zu weckeln. Aber er ist irgendwie wieder ein bisschen zurückgezogen bei uns. Und Brina, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Danke. Oh, Senna, warte mal. Geh mal hier auf den Link, der jetzt kommt. So. Da gehst du drauf und dann kommst du zu uns in die Discord-Gruppe. Und da gibt es einen Reiter mit Links und da packe ich immer die VODs mit rein. Danke, Brina. Schokosoße. Hallo, Jessica. Bei uns gerade die Sirenen von der Feuerwehr los. Ja, das glaube ich. Ist dein Mann denn mittlerweile angekommen, Linfan? Ich glaube, wenn ich auf meinen Mann warte und die Feuerwehr-Sirenen losgehen, dann mache ich mir immer ein bisschen Sorgen. Gut, also, es ist mittlerweile, für die, die neu dabei sind, die Nacht danach. Das heißt, wir haben uns endlich geküsst und wir waren eigentlich auch schon mit dem Du durch, aber mittlerweile sitzt und äuchzt er uns wieder und ich habe keine Ahnung, was da los ist. Mein Freund schläft bei mir, weil er nicht heimkommt. Ja, das würde ich dann auch machen, Lilie. Oh, Shidi! Ja, ein Shoutout! Jetzt, wo ihr es sagt, ne? Guck mal, ich habe gerade keine Leute hier. Warum funktioniert mein Shoutout nicht?
Funktioniert hier eigentlich irgendwas? La 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 la. Müsste eigentlich an sein, aber mein Bot. Aha! Ehrengönner! So, Leute, also, der liebe Marc ist. Das ist ein ganz, ganz süßer. Das ist ein ganz süßer, mit dem spielen wir ganz oft und der hat das Herz am rechten Fleck. Der ist auch sehr unterhaltsam, auch wenn er manchmal ein bisschen sehr am Fluchen ist, aber dafür lieben wir ihn. Schaut ruhig mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Twitch-Link ist im Stream. Nein, andere Seite, da hinten. Also besucht ihn einfach mal, lasst mal ein Follow da und da freut er sich bestimmt ganz doll drüber. Marc ist nämlich jetzt heute auch endlich Affiliate geworden oder gestern oder zumindest hat er es mir heute mitgeteilt und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil Marc gehört hier schon so mit zum Interieur. Das liegt an Sabine. Genau, alles liegt an Sabine. Der Marc ist ein Schnuckeliger. Absolut. Absolut, Joyce. Maluna, hallihallo. Was habe ich so verpasst? Wir siezen und euchzen uns schon wieder. Irzen. Irzen und euchzen. Sabine ist scheiße. Wie, ich fluche viel. Du bist zumindest ab und zu im Rage-Modus. Aber dafür lieben wir dich. Das gehört damit dazu. Alles klar, Diabolix. Danke für den Lurk. Ich hoffe, hier ist niemand Sabine. Ah, ja, gut. Wenn es heißt, Sabine ist an allem schuld, dann... Ja. Okay. So, ihr Lieben, dann machen wir mal weiter. Sabine hat gerade eine Lampe zerbrochen. Ich weiß nicht, was die heute noch so alles zerbrechen wird. Genau, hier. Zusammenfassung von Schoko. Eloise hatte einen Albtraum und ist aufgewacht. Wladimir hat sie geweckt und hat ihr gesagt, dass er solche Albträume auch hat. Und, ja. Nein, ich heiße Michelle. Oh, wir laden Sabine ein. Platz Schuh kann sie bestimmt beruhigen. Genau. Oder der Prügel. Warum bekommen Stürme eigentlich immer Namen? Ist doch voll random. Ja, aber es ist einfach so. Cassie, Cassie ist mein Hund. Ach so, ja gut, dann ich versuche mir erst zu merken, weil mit Namen bin ich immer ganz schlecht. Okay, Michelle. Also ja. Sabine verlässt den Chat. Sehr gut. Und Wladimir joint den Chat und jetzt machen wir mal weiter. Ne? Sonst kommen wir hier ja nie voran. Moment. Das kann jetzt aber schon irgendwie strange, oder? Typen, die Mädchen beim Schlafen zusehen, sind ja schon unheimlich, aber umgekehrt ist es auch nicht wirklich besser. Doch. 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 Ich muss leider raus, meine kleine Tochter ist wach, obwohl sie schlafen sollte. Alles klar, Peja Tascha. Dann bis zum nächsten Mal. Und versuch deine Kleine ein bisschen in den Schlaf zu wiegen. Okay. Das lag daran, dass ihr da wart. Und schon bin ich wieder rot wie eine Tomate. Meine Güte. Kann ich mich denn nicht einmal zusammenreißen? Ich bin immerhin schon 18. Da sollte ich langsam wirklich ein wenig mehr Reife und Selbstbestimmtheit besitzen. Das wird sie nie besitzen, denke ich mal. Und das bekommt man auch nicht mit dem Alter. Also ich bin auch noch ein bisschen kindisch unterwegs und ich bin stolz darauf. Liegt mein Freund auch in den Schlaf? Oh, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass... Naja, weil ihr da wart und weil ich euer Blut getrunken habe, versteht ihr? Uns fällt es grundsätzlich leichter einzuschlafen, wenn wir satt sind. Ja, aber nicht zu spät, ne? Also mit vollem Magen ins Bett ist eigentlich sehr ungesund. Wenn er das nicht so hastig und ungeschickt gesagt hätte, wäre ich jetzt wirklich beleidigt gewesen. Aber sogar ich kann erkennen, dass sich dahinter eigentlich eine Entschuldigung verbirgt. Vor allem, weil er sofort weggesehen hat. Aber was will er damit sagen? Etwa, dass ihm das gestern Abend auch etwas bedeutet hat? Wo ich so darüber nachdenke, könnte das tatsächlich sein, so wie er meinem Blick ständig ausweicht. Ich... Oh Gott, ich habe Wladimir geküsst. Und es gefiel mir auch noch. Ich hätte viel lieber davon geträumt. Von seinem Mund, seinen Händen und diesem unvergesslichen Biss. Ich sollte jetzt aber lieber aufhören, daran zu denken, sonst vergesse ich mich noch. Was ich noch fragen wollte. Irzen wir uns jetzt eigentlich wieder? Danke!
Danke! Die Frage war im Raum und sie haut die mal eben raus. Heilige! Wait, sie hat ihn geküsst? Oh yes. Oh yes, Akaya. Oh yes. She did it. Sorry, ich bin für heute raus. Mein Internet ist einfach dermaßen beknackt gerade. Alles gut, Black Baroness. Das liegt an Sabine, ja? Schelte Sabine dafür. Okay. Ja, genau das, Black. Genau das. Ich musste ihn das einfach fragen. Auch wenn ich mir total blöd dabei vorkomme. Wie er wohl erst reagieren würde, wenn ich ihn auf gestern Abend anspreche? Wir... Oh, das wird wohl die Macht der Gewohnheit sein, schätze ich. Bei dem nervösen Lächeln weiß er wahrscheinlich genauso wenig wie ich, wie er mit dem Thema umgehen soll. Aber irgendwie beruhigt es mich auch ein wenig, dass er diesmal genauso unsicher ist wie ich. Ja, geht mir genauso. Das könnt ihr mir... kannst du mir ruhig glauben. Mir fällt es ehrlich gesagt auch ein wenig schwer. Meine Bemerkung hat ihn zum Schmunzeln gebracht. Er wirkt nicht mehr so angespannt wie vorher und versucht nicht mehr die ganze Zeit, meinen Blick auszuweichen. Na, wenn das mal kein gutes Zeichen ist. Wladimir, wir sollten vielleicht reden, oder? Ja. Was soll ich nur machen? Soll ich anfangen oder lasse ich ihn lieber die Initiative ergreifen? Er wirkt vollkommen verloren und hilflos, sobald er sich öffnen und über seine Gefühle sprechen soll. Am besten fange ich wohl an zu reden. Ich habe Angst, dass er denken könnte, ich rede zu viel über mich oder würde versuchen, ihn in den Schatten zu stellen, wenn ich die Initiative oder das Wort ergreife. Ich sollte ihm die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern. Und jetzt wundert euch bitte nicht wieder über die C-Möglichkeit. Wir haben A oder B. Lassen wir ihn zuerst reden oder reden wir zuerst? Erleichtern wir ihm das Ganze? Uff, das ist aber verdammt ausgeglichen, Leute. Kommen die A's rein. Okay. Yassi, du konntest es nicht lassen, oder? B ist süßer. Ja, vor allem, er kommt ja auch aus einer Zeit, in der Frauen eigentlich nicht so wirklich Mitspracherecht hatten. Kann man das so sagen? Dass er dann deswegen eventuell vielleicht lieber anfangen möchte zu reden oder so. Mein Freund ist dafür, ihn zu erschlagen. Nein! Senna, bist du jetzt bei uns auf dem Discord-Server? Dann guck mal unter links. Und da sind die letzten 4 Streams, was die letzten 5 Kapitel sind. Weil ich so Fangirle. Ich kenne das, Ilie. Ich kenne das von Vito. Der könnte ihn dann auch immer erschlagen. Also es ist verdammt eng. Oh, es wird jetzt immer noch abgestimmt. 20 Stimmen für B. 17 für A. Das ist echt knapp. Okay. Also mit einem hauchdünnen Mehrheitsanteil wird es B. Und selbst wenn wir wegen mir in dieser heiklen Lage sind, war es immerhin er, der mich als erstes geküsst hat. Obwohl sie vorhin noch gesagt hat, ich habe ihn geküsst. Mhm. Er wirkt vollkommen verloren und hilflos, sobald er sich öffnen und über seine Gefühle sprechen muss. Am besten fange wohl ich an zu reden. Wir hätten A nehmen müssen. Amazing. Ich muss nur daran denken und mein Magen fährt schon Achterbahn. Ist es dir unangenehm, darüber zu reden? Direkt wie eh und je. Ich werde wohl die Konsequenzen für das tragen müssen, was passiert ist. Immerhin war ich es ja, der... Die Konsequenzen? Du siehst das Ganze vielleicht etwas zu schwarz, findest du nicht? Ich brauche nur an unseren Kuss zu denken und schon läuft das mit dem Duzen wie geschmiert. Ich habe mich in diesem Moment so gut gefühlt und war ihm so nahe. Am besten sollte ich einfach daran denken. Ich will nicht, dass er die Sache im Endeffekt bereut. Wie meinst du das? Wie würdest du es denn nennen? So jedenfalls nicht und an irgendwelche Konsequenzen habe ich auch nicht gedacht. Ich denke schon, ja. Aber ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders als du.
Wer spricht denn hier von Konsequenzen? Ich schäme mich nicht für das, was passiert ist. A, B oder C? Oh, Storm, ich glaube, das war noch nicht mit drin. Kannst du ruhig nochmal machen dann. C. Nee, der ist nur eifersüchtig. Hallo Pauli, jetzt auch im Chat einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wir haben heute ganz fleißig für dich aufgeräumt. Wenn du morgen hierher kommst, dann ist alles sauber. Alles picobello. Okay, das ist mehr als eindeutig. Also nehmen wir C. Und werde dir auch nicht die Schuld für irgendetwas geben. Ganz im Gegenteil. Willst du damit etwas sagen, dass du dich darüber gefreut hast? Er ist so darauf bedacht, ja nichts Falsches zu sagen, dass ich gar nicht sagen kann, was er eigentlich will. Ja, ich habe mich darüber gefreut, dass du es getan hast. Und außerdem war es ja auch ich, die damit angefangen hat, wenn man so will. Das ist also eigentlich nur logisch, dass ich mich darüber gefreut habe, oder? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich denke schon, ja. Sonst hätte ich es ja nicht getan. Das ist so merkwürdig hier. Na, wie geht's dir, Schnuffel? Das ist doch nicht vonnöten. Doch ist es. Wenn du herkommst, dann muss es schön sein. Er versucht schon wieder, sich von mir zu distanzieren. Und ist wieder einmal viel zu verkopft. Wort habe ich noch nie gehört, das ist interessant. Ich darf das auf keinen Fall zulassen, sonst kommen wir nie weiter. Außerdem wäre ich nicht darauf eingegangen bzw. auf dich zugegangen, wenn ich es nicht gewollt hätte. Und doch hast du mir erst einen Tag zuvor klipp und klar gesagt, dass du mich nicht mehr erträgst und ich dir auf die Nerven gehe. Ich habe darüber nachgedacht, als du geschlafen hast, und ich glaube, dass der Kuss vielleicht keine so gute Idee war in Anbetracht der negativen Gefühle, die du mir gegenüber hegst. Da Fug! Muss das sein? Muss das? Wir denken in jedem Kapitel, hey cool, wir haben jetzt Fortschritte gemacht, im nächsten so fünf Schritte zurück. Geil! Was? Er hat also Angst, dass ich ihn zurückweise? Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, warum ich eigentlich so wütend war. Ich weiß mittlerweile, dass ich dir nicht egal bin. Aber ich dachte lange Zeit, ich wäre es. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich wollte dich einfach nur verstehen und wissen, dass du mich auch verstehst. Dass wir uns näher kommen. Moment, ist das dein Ernst? Aber natürlich. Ich hasse dich doch nicht. Jetzt jedenfalls nicht mehr. Wow, gut, dass sie das jetzt gedacht hat. Vlad ist eine sehr sensible Person. Lass ihn. Nein, Vlad brauchst du nicht in den Keller sperren, Blue. Wie er immer guckt. Ja, der ist halt ein bisschen... Dann habe ich dich ja vollkommen falsch verstanden. Jetzt, wo du mir das gesagt hast, schäme ich mich ein bisschen dafür, so... stur gewesen zu sein. Aber ich weiß einfach nicht mehr, woran ich bin. Ich war ehrlich gesagt auch ziemlich wütend auf dich. Verstehe. Nein, warte. Ich habe mich falsch ausgedrückt, glaube ich. Das ist nichts Schlechtes. Du treibst mich wirklich in den Wahnsinn. Und zwar auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Und das ist mir schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr passiert. Okay, also es ist jetzt was Positives, dass wir ihn permanent auf die Palme bringen. Wenn man das so sieht, das sage ich Vito demnächst auch. Wenn er sich über mich aufregt, dann sage ich ihm, hey, das ist ein gutes Zeichen. Oh, das ist jetzt auch nicht wirklich besser formuliert. Ja, ja. Und das ist was Gutes? Er hat leise gelacht. Er fängt endlich an, sich zu lockern. Ja, das ist etwas Gutes. Ich brauche das, glaube ich. Ich hatte Angst, dass du mich nach gestern Abend zurückweisen würdest. Und jetzt, wo ich weiß, dass das nicht der Fall ist, frage ich mich, wie sich das mit uns in Zukunft entwickeln oder was sich daraus ergeben wird. Aber ich denke wohl einfach zu viel nach. Neues Wort? Du bist zu verkopft. Ich habe was Neues in meinen Wortschatz aufgenommen. Ich bin sehr stolz darauf.
Wie bringt man schmollende Jungs zum Reden? Bei Vito klappt das eigentlich immer ganz gut, wenn ich ihm in den Nacken pupse. Also nicht mit dem Hintern, sondern halt so. Weißt du? Dann ist er eigentlich meistens nicht mehr böse auf mich. Oder alternativ, küsst den Nacken. Oder Massagen, genau, was Aldi sagt. Was Paul sagt, das hilft offensichtlich auch. Also. Oder mit Essen, genau. Franzi ist gut. Vielleicht, ja. Warum nicht einfach den Dingen ihren Lauf lassen? Was meinst du dazu? Ich würde mal sagen, dass das nach einem sehr vernünftigen Vorschlag klingt und wir das gern versuchen können. Ganz klar ist die Sache für mich zwar immer noch nicht, aber das ist ja immerhin schon ein Anfang. Alles zu seiner Zeit. Wenigstens weiß ich jetzt, dass ich ihm nicht egal bin. Meine Güte, ich gluckse innerlich schon genauso wie Beliats gackernde Hühner. Ich auch! Und er lacht auch noch darüber. Hey, mach dich nicht über mich lustig. Ich kann nichts dafür, wenn ich mich wegen dir zur Idiotin mache. Das liegt an deiner komischen Vampiraura. Genau! Ja, genau. Das wird es sein. Die komische Vampiraura, dass ich nicht lache. Ja, er ist so süß. Es tut gut, ihn lachen zu sehen. Also, duzen wir uns weiterhin? Ich denke schon, ja. Und was sich daraus entwickelt, sehen wir ja dann noch. Will er damit etwa sagen, dass ich ihn zurückküssen kann? Ich muss zugeben, dass mich das leicht in Panik versetzt. Ich will nicht, dass er weiß, dass ich noch nie zuvor jemanden geküsst habe. Er wird mich für ein Mauerblümchen halten und ich habe Angst, dass er sich über meine Unerfahrenheit lustig macht. Aber es ist ja schon gut, dass wir uns überhaupt näher gekommen sind. Du wirkst ziemlich nachdenklich. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, alles super. Ich war nur gerade in Gedanken. Er scheint sich um mich zu sorgen. Da wird mir gleich ganz warm ums Herz. Aber so gern ich ihm auch in seine schwarzen Augen sehe, so schwer fällt es mir andererseits, über die Narben hinwegzusehen, die sich über sein komplettes Gesicht erstrecken. Wo? Oh. Also ich sehe nichts. Ich sehe da keine Narben. Halt, stopp! Ich sehe da keine Narben. Ich habe Lust auf dich. Nein! Nein, Kasunim! Nein! gut. Ich sehe da zwar keine, aber, oder? PC einfach nur dreckig? Nicht dieser Satz. Ja, die Wunden und blauen Flecken sind laut Dialog noch da, aber man sieht sie nicht mehr. It's a kind of magic. Und bei dir, Wladimir, wie geht es deinen Wunden? Tun sie noch schlimm weh? Aha, jetzt hat sich gerade kurz Sabine gemeldet. Ich konnte einfach nicht anders, als sanft über seine blauen Flecken zu streichen. Blaue Flecken. Mhm. Jetzt, wo wir uns ausgesprochen haben, habe ich viel weniger Angst davor, solche Dinge zu tun. Ich hoffe, er weist mich nicht zurück. Da mir ein Vampir die Wunden zugefügt hat, werden sie etwas länger brauchen, um zu verheilen. In unseren Eckzähnen ist eine Art Gift, das den Schmerz lindert. Aber bei Vampiren bewirkt dieses Gift genau das Gegenteil. Ruhe, Sabine! Ach, wirklich? Das ist also der Grund dafür, dass... Oh nein, ich will das nicht laut aussprechen müssen. Das was? Oh Mann, das war einfach so klar. Wie kann man nur so verdammt neugierig sein? Was sage ich jetzt bloß? Als ich vorhin so nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass die Schmerzen, die ich zu Beginn deiner Bisse immer verspürt habe, sich jedes Mal in dieses unglaublich gute Gefühl verwandeln. Ach, das ist eigentlich vollkommen uninteressant. Glaub mir, das ist nur so ein Gedanke. Antwort B wird er hassen. Warum soll ich eigentlich immer diejenige sein, die ihre Geheimnisse enthüllt? So wie du grinst, hast du sicher schon erraten, wovon ich rede. Wow, bitchy. A, B oder C?
Ja, Wahrheit, meine Damen und Herren. Ich habe halt Riverdale geguckt und dann kam der Satz, ich will dich. Meine Reaktion... Nein, bei Riverdale auch. Bitte nicht. Ich muss jetzt mal was anmerken. Das letzte Sturmtief bei uns hieß Petra. Jetzt heißt es Sabine. So heißen meine beiden Arbeitskolleginnen. Sollte ich mir Sorgen machen? Also das, was du mir immer über deine Arbeitskolleginnen erzählst. Okay, also 93%, fast 94%, sind tatsächlich für die Antwort A. Ich denke, da wird auch nicht so viel passieren. Nee, mein Stream ist nicht mehr auf Twitch Things. Ansonsten musst du nochmal aktualisieren. So. Mein Vito ist da. Also, A. Wirklich? Vielleicht sollte ich dich ja ein bisschen öfter beißen, wenn dir das so gut gefällt. Wir können auch gerne andere Sachen öfter machen, weil mir das so gut gefällt. Oh, Keksi! Pressesprecherin und Flieg. Großartig. Ich glaube, mir springt gleich das Herz aus der Brust. Und dazu noch dieses süße Lächeln. Naja, jedenfalls sind manche Dinge jetzt ein wenig klarer für mich. Sag mal, wie lange musst du denn jetzt eigentlich das Bett hüten? Wie lange soll ich bei dir schlafen? Nicht so lange. Ich denke mal, dass es so 1 bis 2, höchstens 3 Tage dauern wird, bis die Wunden verheilt sind. Aber ich weiß jetzt schon, dass es mir wahrscheinlich sehr viel länger vorkommen wird. Ich kann dir gern Gesellschaft leisten, wenn du willst. Kann ich dir denn sonst bei irgendetwas helfen? Falls ich dir irgendwie behilflich sein kann, kannst du es mir gern sagen. Nach allem, was passiert ist, muss ich ihm ja jetzt nicht auch noch auf den Geist gehen. Es würde ihm sicher nicht gefallen, wenn ich ihn wie ein kleines Kind umsorge. Man muss ihn ja nicht wie ein kleines Kind umsorgen, oder? Also, A, B oder C. A! Nimm A! Ich finde das so geil, dass Marc jetzt auch mitmacht. Marki, mein Schatz, ich... Liebe geht raus, ja. B, 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 B oder B. Ich kaufe ein B. Aber die meisten sind für A. Deswegen... Ich kann die Gesellschaft leisten, Schätzelein. Okay, also, 65% sind für A. Es hat funktioniert, er redet mit mir. Was genau hat funktioniert, Lilie? Das in den Nacken pupsen, Essen machen oder massieren? Was von den drei Möglichkeiten hat funktioniert? Okay, also, A. Mann, hätte ich nicht eine Sekunde nachdenken können, bevor ich den Mund aufmache oder ihn wenigstens ein bisschen diskreter fragen können? Nein. Ah, er lächelt. Es ist also Gott sei Dank alles okay. Du würdest dich ziemlich langweilen, fürchte ich. Aber ich schätze das Angebot. Ehrlich. Naja, meine Verletzungen hindern mich zwar nicht daran, meine Recherchen fortzuführen und zu lesen, aber es wäre wirklich toll, wenn du mir alles dafür Nötige herbringen könntest. Ein. Oh ja, gern. Das wäre wirklich nett von dir. Wäre mir zwar lieber gewesen, aber ich kann ja schon froh sein, dass ich mich überhaupt um ihn kümmern darf. Kein Problem. Warst du denn schon einmal so lange Zeit außer Gefecht gesetzt? Naja, sagen wir mal, es ist schon eine Weile her. Es handelt sich dabei um einen sehr heftigen Kampf. Bei all den Dingen um mich herum habe ich vollkommen vergessen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wladimir hat mir vollkommen den Kopf verdreht, fürchte ich. Wladimir, in meinem Albtraum ging es um diesen Vampir, der dich angegriffen hat. Glaubst du etwa, dass er mich töten wollte? Wenn ich nur an dieses arme Mädchen am Rand des Waldes zurückdenke. Wir haben ja bereits bei seinen ersten Opfern gesehen, dass er selbst dann tötet, wenn er schon satt ist. Ich hatte wirklich Angst um dich. Ja.
Aber woher wusstest du, wo ich war und dass er mich angreifen würde? Gegen Ende der Nacht haben wir plötzlich den Geruch von Blut wahrgenommen. Wir sind wie Haifische und können Menschenblut sogar auf weite Entfernung aufs Genaueste orten. Die einzigen, die in dieser Nacht jagen waren, waren Beliath und Aaron, welche sich dabei aus Rücksicht Iva gegenüber niemals in der Nähe des Gutshauses aufhalten. Ich glaube, ich fange langsam an, mich an dieses sonderbare Vokabular zu gewöhnen und auch an den Gedanken, dass Menschen gejagt werden. Oh, Entschuldigung, das waren wir und nicht er. Entschuldigung, ich bin im Wladimir-Rausch. Gusi. Warum hat er nochmal Wunden? Wer hat ihn angegriffen? Ein anderer Vampir, der Mörder aus den ersten paar Kapiteln. Und Hanelei Lynchia, einen wunderschönen guten Abend. So. Sabine sorgt für Internet- und Empfangsprobleme. Alles klar, Nessa. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dass du so lange da warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Alles zusammen hat funktioniert. Großartig, Lilie. Raphael, dessen Sinne am ausgeprägtesten von uns allen sind, fand den Geruch ebenfalls merkwürdig, auch wenn er ihm irgendwie bekannt vorkam. Es war nicht das erste Mal, dass er ihn wahrnahm. Und in dem Moment wussten wir, dass unser Mörder zurück war. Raphael konnte nicht in den Wald gehen, Ivan wäre durchgedreht und Ethan hatte keine Zeit. Ich habe mich also so schnell wie möglich auf den Weg gemacht und ihnen davor noch gesagt, dass sie nicht auf mich warten und sich wie üblich vor Sonnenaufgang in ihren Zimmern einschließen sollen. Außerdem habe ich ihnen gesagt, dass ich sicherlich Aaron und Beliath auf deren Heimweg begegnen würde. Aber sie waren nicht da. Genau so ist es. Beliath ist in der Stadt geblieben, wie es bei Zeiten vorkommt, und Aaron ist anscheinend weiter weg jagen gegangen. Ich weiß, dass er in letzter Zeit ein paar Dinge klären muss und vertraue ihm dabei. Wenn du also nicht da gewesen wärst, hätte er mich getötet? Mir ist plötzlich richtig übel. Das war definitiv nicht mein letzter Albtraum. Davon kannst du ausgehen. Ich dachte, dass Vampire das Blut einer Blutmagd nicht trinken dürfen. Normalerweise nicht. Es ist absolut tabu. Aber ich denke mal, du hast verstanden, dass sich dieser Vampir nicht das Geringste um irgendwelche Regeln schert. Ich hatte also riesiges Glück, dass du genau im richtigen Moment gekommen bist. Ich habe deine Gegenwart gespürt, sobald ich zur Tür draußen war. Und auch sehr bald darauf deine Angst. Ich wusste sofort, was Sache ist. Hallo Jesslix. Oh, es geht. Eigentlich nicht so viel. Er hat plötzlich innegehalten. Ganz so, als ob er noch etwas hinzufügen wollte. Ich halte es nicht aus, weiter so im Dunkeln zu bleiben. Er sieht so besorgt aus oder diese Enthüllung macht mich sprachlos. A, B oder C? Das wird immer eindeutiger. Ich kaufe ein B. Danke, Lilie. Danke. So, okay. Also, das B wird es dann wohl auch sein. Er sieht so besorgt aus. Heißt das etwa, du hast dir Sorgen um mich gemacht? Das hat er doch vorhin schon gesagt. Er presst zwar die Lippen aufeinander, aber er hat trotzdem genickt. Ich wusste, du bist in großer Gefahr. Daran gab es keinen Zweifel. Und vor allem wusste ich, dass du gar nicht erst rausgegangen wärst, wenn wir uns nicht gestritten hätten. Und der Gedanke daran, dass du wegen einem so lächerlichen Streit sterben könntest, war unerträglich für mich. Er sieht ziemlich bekümmert aus, wenn er so drüber redet. Ich hätte es zwar nie für möglich gehalten, aber das scheint ihn doch ganz schön zu bedrücken. Wladimir, es stimmt zwar, dass ich hier geblieben wäre, wenn wir diesen Streit nicht gehabt hätten, aber man kann die Dinge nie vorhersehen. Vergiss nicht das Blut, das wir im Garten gefunden haben. Ich hätte auch zu jedem anderen Zeitpunkt angegriffen werden können. Vielleicht. Ja.
Jetzt war ich gerade abgelenkt, weil Mimi und Paul da gerade so geschrieben haben. Da war ich gerade so miep. Ja, genau. Jede Stimme nur einmal. Latte süß, ja. Süß. Mit meiner sturen, egoistischen Art habe ich dich in Gefahr gebracht. Daran gab es keinen Zweifel. Ich bin eigentlich nicht so. Ich bin keine Person, die andere in Gefahr bringt. Ich will nicht, dass dir irgendetwas wegen mir zustößt. So habe ich es auch nie gesehen. Das versichere ich dir. Ich muss vor allem an dieses arme Mädchen denken. Hat er sie denn tief in den Wald hineingeführt? Ich weiß nicht, ob er keine Zeugen wollte oder es eine Art Provokation von ihm war, sie zu kurz vorm Gutshaus zu töten. Ich werde jedenfalls mit den anderen darüber reden müssen. Und in der Zwischenzeit tu mir bitte einen Gefallen und geh nicht mehr alleine raus. Komm schon. Ich weiß doch, dass es dir am liebsten wäre, wenn ich gar nicht mehr rausgehe. Aber gut. Immerhin hast du deinen Fehler bemerkt. Da werde ich dir deswegen nicht auch noch auf die Füße treten. Nach allem, was passiert ist, bin ich im Moment nicht wirklich in Stimmung für irgendwelche Entdeckungstouren. Und außerdem bin ich zurzeit lieber ein bisschen vorsichtig. Ich hoffe, dass ich dich damit jetzt nicht verärgere. Aber um ehrlich zu sein, hätte ich nicht wirklich damit gerechnet, dass du Lust hast, die Krankenpflegerin zu spielen. Hey, Schätzelein, bei dir doch immer. Hier ist ein Glas Shampoos für dich. Die Party ist toll. Oh, bei Shampoos bin ich immer so schnell verschwipst. Ich hoffe, mein Mann kommt in den nächsten 10 Minuten nach Hause. Linfen, schreib auf jeden Fall sofort, wenn er da ist. Weil das ist unheimlich. Gerade auch, wenn die Sirenen angingen und hast du nicht gesehen. Nerv ist immer noch besser, Vampir von B-Move. Nein. Sehe ich nicht so. Ich mag Nevra nicht so gerne. Also, Schwester. Naja, das kommt darauf an, wer krank ist. Willst du, dass ich die anderen frage, ob sie dich besuchen kommen? Du musst nicht alle suchen gehen. Es reicht, wenn du einen findest. Derjenige wird dann den anderen Bescheid geben. Danke jedenfalls. Okay, dann komme ich später noch einmal vorbei. Ich bin froh, dich rechtzeitig gefunden zu haben, weißt du? Es ist wirklich rührend, wenn er so unbeholfen ist. Mir huscht ein Lächeln über die Lippen, das Wladimir ohne zu zögern erwiderte. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass er sich als solch ein Nervenbüttel entpuppen würde, sobald die Gefühle im Spiel wären. Wladimir hatte immer ein feuriges Temperament und seine natürliche Autorität zur Schau gestellt, die ihm automatisch Respekt verschafften. Doch ich mochte es, diese neue Seite an ihm zu entdecken. Eine Seite, die niemand außer mir kannte. Ohne weiter darüber nachzudenken, beugte ich mich über ihn und küsste ihn für einen ganz kurzen Augenblick auf die Lippen. Denn auch ich musste Gewissheit darüber haben. Als ich mich über ihn beugte, lag ein Ausdruck der Überraschung auf seinem Gesicht. Doch trotz der kurzen Dauer dieses Kusses wurde meine Geste erwidert und ich spürte, wie er mir für den Hauch einer Sekunde über den Arm streichelte. Leichten Herzens wandte ich mich so schnell wie möglich um und ging aus seinem Zimmer, bevor er noch das breite Lächeln auf meinen Lippen entdecken würde. Es wirkt zwar immer so einfach, sich um jemanden zu kümmern, aber man muss dabei wirklich so einiges bedenken. Wladimir geht es immer noch nicht besonders gut. Ich hoffe, dass die anderen Rücksicht auf ihn nehmen werden. Wen könnte ich wohl suchen? Also Ivan und Ethan sind schon mal raus. Es bleiben also noch Raphael, Aaron und Beliat. Aaron und Beliat sind vielleicht noch außer Haus. Am einfachsten wäre es also, nach Raphael zu suchen. Außerdem ist es schon eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach ihm machen. Ja, Raphael! Oh, mein Raphael, ich mag Raphael. Sieh an, wenn man vom Teufel spricht. Welcher Teufel? Du wolltest Raphael suchen und nicht Beliat. Guten Abend, Beliat. Mein Gott, ich habe dich überall gesucht. Ich habe wie ein Verrückter gegen deine Tür gehämmert, aber du hast einfach nicht geantwortet. Wo warst du? Bei Wladimir? Und genau deswegen suche ich dich auch. Er ist gestern Abend schwer verletzt worden. Es gab einen weiteren Mord, ich weiß. Ich bin auf dem Heimweg buchstäblich über die Leiche gestolpert und habe dabei Blutspuren von dir und Wladimir entdeckt. Ich dachte, dass... Er hat sich Sorgen um mich gemacht? Ich wurde auch angegriffen, aber es geht mir gut. Nur ein paar Kratzer, sonst nichts. Wladimir ist gerade noch rechtzeitig gekommen. Oh, ich bin so ein Vollidiot.
Ich hätte dich heimbegleiten sollen. Das ist schon das zweite Mal, dass ich dich in Gefahr bringe. Das zweite Mal? Aber das, was auf der Party passiert, das war doch nicht deine Schuld. Trotzdem. Ich hätte besser auf dich aufpassen müssen. Und nein, ich bin eigentlich ganz froh mit... Na, meinem Obsidianer zusammen zu sein. Deswegen, Nefra kannst du schön behalten, Lilia. Wladimir wirft mir meine Unachtsamkeit immer noch vor und dieses Mal ist das auch durchaus berechtigt. Außerdem habe ich mit meinem Verhalten auch Wladimir in Gefahr gebracht, indem ich dich allein habe heimgehen lassen und er dich retten musste. Ich hätte an seiner Stelle sein müssen. Was redest du denn da? Doch. Lieber er als ich. Er ist schon gerade ganz lieb. Dann würde ich jetzt an seiner Stelle verletzt im Bett liegen. Belia denkt also, dass Wladimirs Leben mehr wert ist als das seine? Sowas hätte ich eher Ivan und nicht Belia zugetraut. Es geht ihm wirklich gut, Belia. Wo ist er? In seinem Zimmer? Ja, und... Und weg ist er. Tja, läuft. Und ich dachte, er mag Wladimir nicht wirklich. Hier wird man wirklich jeden Tag aufs Neue überrascht. Naja, gut. Schon mal einer weniger, den ich suchen muss. Ich bin froh zu wissen, dass der Haie hier angekommen ist. Dann suche ich mal Raphael. Der ja garantiert in der Bibliothek zu finden ist. Puh, da ist er ja endlich. Habt ihr gut gemacht. Lou, Helen, ich bin begeistert. Ich bin begeistert, wie ihr ihn erzogen habt. Raphael, ich habe euch gesucht. Ich nehme an, dass es etwas mit eurer Krankenpflege für Wladimir und dem Mord gestern Abend zu tun hat. Stimmt, ihr wart ja hier, als Wladimir gegangen ist. Sie. Und ich habe mich selten so machtlos gefühlt und mir solche Sorgen um jemanden gemacht. Ich habe euer Blut gerochen. Seid ihr verletzt? Es geht schon, nur ein paar Kratzer. Wladimir hat es allerdings um einiges schlimmer getroffen, aber mittlerweile geht es ihm schon besser. Ich habe gespürt, dass ihr bei ihm seid und dachte mir, es wäre besser, euch nicht zu stören. Lag ich mit meiner Annahme denn richtig? Ich denke schon, ja, wir sind uns ziemlich nahe gekommen. Danke, dass ihr uns ein bisschen Privatsphäre gelassen habt. Auch wenn ich Raphael gern mag, muss ich ihm ja nicht gleich die ganze Story auf die Nase binden. A oder B. Oh, ich freue mich, wenn man seine Route spielen kann. Ich auch. Mein Raffaello-Törtchen. C. Ah, schön, ja. Ich weiß. Ich bin halt zu faul, jedes Mal die Umfrage neu zu machen. Schande über mich. Okay. Also die meisten denken sich so. Er muss ja nicht alles wissen, ne? Was in Wladimirs Zimmer passiert, bleibt in Wladimirs Zimmer. Ich habe keine Ahnung, wann es weitergeht, Michelle. Wirklich nicht. I don't know. Das weiß man ja bei B-Move nie so genau. Also einfach Social Media weiterverfolgen und irgendwann ist die Episode dann raus. Hallo, just Sabrina. So, also B. Alles klar. Für jemanden, der verletzt ist, ist Ruhe immer besonders wichtig, ja. Oh, da habt ihr vollkommen recht. Ich bin froh zu sehen, dass ihr bei ihm geblieben seid und auf ihn Acht gegeben habt. Er kann so viel dagegen protestieren, wie er will, aber er braucht jemanden, der auf ihn aufpasst. Ich dachte, ihr passt alle gegenseitig auf euch auf. Ich kann nicht mehr lesen. Ich dachte da eher an eine etwas innigere Beziehung. Ich vergesse immer, wie viel feinfühliger Raphael im Vergleich zu den anderen doch ist. Beliath hätte sicherlich irgendeinen zweideutigen Witz gemacht und Aaron nur Bahnhof verstanden. Vielleicht ja. Vorerst hat er mich aber nur gebeten, euch suchen zu gehen und für eine kurze Unterredung zu ihm zu schicken. Ich glaube, er will euch erzählen, was gestern vorgefallen ist und was ihr in der derzeitigen Lage tun könnt. Das Ganze ist in der Tat ziemlich besorgniserregend. Ich habe den Eindruck, dass der Mörder immer furchtloser wird. Er muss sein Opfer in der Stadt ausfindig gemacht und es dann hierher gebracht haben. Was bedeutet, dass er weder Angst noch sich hier herumtreibt, noch
in der Stadt. Also er hat keine Angst, hier sich zurückzutreiben, sondern er ist überall. So, ich bin erstmal weg. Eventuell sehen wir uns ja später nochmal. Alles klar, Kasunim. Ich wünsche dir ansonsten noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Oh, ich mag Raphaels Art. Ich auch. Ich auch. Ich freue mich auch schon sehr auf seine Route. Er kommt hier doch nicht rein, oder etwa doch? Naja, auf der Party ist es ihm ja auch irgendwie gelungen, aber ich denke nicht, dass er dieses Risiko noch einmal auf sich nehmen würde. Jetzt, wo es um Leben und Tod geht. Wenn ihn etwas davon abhält, hierher zu kommen, dann die Tatsache, dass wir ihm zahlenmäßig überlegen sind. Das ist jetzt nicht wirklich beruhigend. Sag mal, Raphael, was wollt ihr denn jetzt genau machen? Wir werden versuchen, weiterhin unseren Grundsätzen treu zu bleiben. Wir sind in der Gruppe, was uns technisch gesehen eine ihm überlegene Position bringt. Aber die wirklich wichtige Frage ist folgende. Sollen wir auf die Jagd gehen nach diesem Vampir? Oder uns damit zufrieden geben, uns vor ihm zu schützen? Aber er wird nur noch mehr Menschen umbringen, wenn ihr ihn nicht aufhaltet. Und was sollte ihn davon abhalten, sich am Ende an euch zu rächen? Und was sollte man eurer Meinung nach tun? A oder B? Willkommen zurück, Blue. Kiritoki hat heute Geburtstag. Oh no! Okay, Moment. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde und der Chat freuen sich mit dir. Alle deine Freunde und der Chat freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch, Kiritoki! Alles, alles Gute! Stürmen! Hust, hust! Ja, heute kann es vor allem stürmen. Gruß von Sabine. Ah, warte mal, ich hatte aber heute im Discord auch schon jemanden gratuliert. War es das nicht? Warte mal kurz, warten. Moin, das Boot ist nicht mit. Das ist ja frech. Genau, gestern hatte Bellatrix Geburtstag. Am 11. ist Sarah dran. Ja, ich sehe das, meine Liebe. Ich sehe das. Hm, hab den Text vergessen. Summe mit. So. Es ist A geworden. Also, weiter geht's. Kiritoki hat sich bei dir noch nicht eingetragen, aber bei mir, Valky. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Hallo Alina! Und hallo Tabi! Oh, Pauli, du bist so süß! Vielen, vielen Dank für dein geschenktes Abonnement an Kiritoki. Kiritoki, alles, alles Gute zum Geburtstag. Das ist ein Geschenk vom lieben Paul. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit den Schnabeltieren. Und Paul, vielen Dank, dass du immer so lieb zu unserer Community bist. Du bist echt zu lieb. Birthday. Oh. Kann ich eine biologische Uhr ticken? Oh, Doro hatte Ende Januar. Ach Mensch. Ja, wir singen immer im Stream. Wenn jemand Geburtstag hat und da jemand reinkommt, dann wird immer gesungen. Pauli, dafür wirst du ganz dolle gedrückt morgen. I swear. Diese Community ist halt echt die netteste auf der Welt. Oh Gott, Nook Nook. So, bin kurz Hallo sagen. Hallo Kath, meine Süße, na? Mit Videobeweis. Soll ich einen Videobeweis machen? Ich lasse das dann Vito
Vito aufnehmen und dann läuft das. So, okay. Weiter geht's. Ne? Was ist bisher geschehen? Leute, mögt ihr dann mal ganz kurz Tabby und Alina aufklären? Die ja jetzt die ersten... Eine Stunde. Die erste Stunde verpasst haben. Das wäre super, super lieb. Oh, so viel Liebe. Ich gebe auch mal ganz, ganz viel Liebe rein. So. Genau aus dem Grund bin ich auch der Ansicht, dass wir einzureiten müssen. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass wir in einer besonders heiklen Lage sind. Ich glaube, ihr seid bereits in Kenntnis darüber, dass auch wenn in der Vampirwelt bestimmte Regeln gelten, wir weder Clans noch einen offiziellen Anführer haben. Wir versuchen einfach, so gut es geht, zu überleben und bei einer Kommune zu bleiben, wenn wir das Glück haben, auf eine zu treffen. Es kommt normalerweise nicht vor, dass wir einen von uns töten. Aaron wird euch dazu noch mehr sagen können. Andererseits ist es in dem Fall offensichtlich, dass dieser Vampir uns direkt bedroht und sich unseres Reviers bedient. Schön. Oh, danke, Blu. Es ist ja aber nicht nur ein Oberteil. Ich habe mich heute mal wieder schick gemacht. Moment. Ich habe mir ein Kleidchen angezogen. Ja? Damit mit Kapuze. Wenn wir schon dabei sind. Scusi. Dankeschön. Dankeschön. Da kann ich hier nämlich auch so auf Kapuzenmenschen machen. Coole Ärmel. Ja, ich liebe Flatterärmel. Flatterärmel müssen sein. Dankeschön. Dankeschön. Oh, mit so vielen Komplimenten komme ich doch gar nicht klar, Leute. Hat Aaron das Revier denn markiert? Oh, bei der Raphael Ruta bitte nur so anziehen, ja? Klar, klar. Ich habe viele Kleider zur Auswahl. Das können wir gerne machen. Danke, Paul. Oh, Pauli. Liebe. Bester Mod. Hi, Yvonne. No. Flatterärmel gab es zwischen 1300 und 1350. Flatterärmel. War mal fleißig, du bist so süß. Bester Mod. Ja, aber dafür fehlen mir die spitzen Öhrchen. Die habe ich leider nicht. So. Also. Wir sind jetzt wieder jetzt mittendrin, bitte. Ne? So. Nanu, die anderen sind auch toll. Ja, aber du bist gerade der einzig Aktive hier. Stellst du gleich deine Erleuchtung frei, um auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln? Aber du bist doch meine Erleuchtung, das geht doch nicht. Wo bleibt mein Blurb? Das ist eine sehr gute... Doch, vorhin war dein Blurb schon da, Paul. Hab den gerade geforst. Nee, der war schon da tatsächlich, eigentlich. Hallo Blood Dragon, einen wunderschönen guten Abend. Machen wir heute nur Kapitel 6? Ja, sonst ist Vito traurig. Und wir müssen ja noch ein bisschen aufräumen, weil Paul kommt morgen zu uns. Da muss alles picobello sein. Damit Paul sich hier auch richtig wohl fühlt. Nee, alles klar, Blue, dann weiß ich ja schon, wen ich nachher raiden kann. Die Komplimente kriegt immer der gerade da ist. Genau, der war da, wo Mark kam. Als Mark reingeradet hat, kam dein Blurb schon. Ich fühle mich auch mit Staubschichten wohl. Oh. Aber du musst ja nicht in Staubschichten leben, mein Lieber. Das musst du nicht. Ich, be-
zieh dir auch morgen noch dein Bett und morgen Abend gibt's da Nudelauflauf. Den mache ich dann schon fertig. Ich muss ja um 18 Uhr noch zum Training, aber so. Jetzt geht's um die Jagd, ja? Die Jagd nach dem fremden Vampir. Wir müssen hier mit dem Kapitel mal fertig werden. Das geht so nicht. Aber ihr seid immerhin in der Mehrzahl. Was darauf hindeutet, dass er ziemlich stark sein muss. Wladimir wurde ziemlich übel von ihm zugerichtet, oder? Ich könnte nicht das Gegenteil behaupten. Aber er ist ja auch nicht gewöhnt zu kämpfen, oder? Jemand wie Aaron hätte da vielleicht bessere Chancen. Oder? Wäre es nicht jedem von uns so ergangen? Wladimir hat mich so gut verteidigt, wie er nur konnte. Und das, obwohl er nicht unbedingt der Kämpfertyp ist. Und dennoch ist es ihm gelungen, seinen Gegner in die Flucht zu schlagen. A oder B? Nicht das leckere Nudel-Ei-Gericht für dich? Nein. Paul kriegt sogar Nudelauflauf. Paul kriegt Nudelauflauf. Es sei denn, Paul wünscht sich das legendäre Nudel mit Eigericht. Dann würde ich ihm das natürlich auch geben. Paul hat eine ganz, ganz wundervolle Frau an seiner Seite und es wird B. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. 100%. Ich glaube, so offensichtlich war es noch nie. Das war doch keine Kritik, sondern lediglich eine Feststellung. Ich bin mir nicht sicher, ob Aaron zum Beispiel dabei nicht ebenfalls zu Boden gegangen wäre. Er ist zwar unser bester Kämpfer, aber selbst er ist vor kurzem bei einem Kampf verletzt worden. Wie könnte ich das vergessen? Gott sei Dank sind noch vier weitere übrig, die uns im Notfall verteidigen könnten. Jedenfalls werdet ihr das heute Abend alles bereden, oder? Sie, wir treffen die Entscheidung in solchen Fällen eigentlich immer gemeinsam. In den 20 Jahren, die wir jetzt hier sind, waren wir schon mit so einigen schwierigen Situationen konfrontiert und haben noch immer eine Lösung gefunden. 20 Jahre? Eigenartig. Ich weiß, dass ich hier geboren wurde. Und ich bin erst 18. Wisst ihr in zufälliger Weise, wie lange genau ihr schon in diesem Haus wohnt? Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber der erste, der hierher gekommen ist, war Wladimir. Das war vor 18 Jahren. Und der letzte war Ivan. Er ist vor ungefähr einem Jahr hierher gekommen. Lol, Wladimir hat unsere Familie umgebracht. Das kommt garantiert noch. Was? Wladimir ist hierher gekommen, als ich gegangen bin. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber vielleicht hat er ja auch einfach nur den Umstand genutzt, dass das Haus leer stand. Ihr wisst aber schon, dass das zufälligerweise genau mein Alter ist. Das würde ja bedeuten, dass Wladimir genau in dem Jahr hierher gekommen ist, in dem ich ins Waisenhaus gekommen bin. Düm, düm, düm. Genau, Choco hat eine kurze Zusammenfassung gestellt für die Leute, die erst frisch dabei sind. Hier ist eine kleine Zusammenfassung. Ich habe vergessen, wer gefragt hat. Also Alina auf jeden Fall. Also unsere Beziehung zu Wladimir hatte ein Upgrade. Wir sind von der Blutmark zur Krankenpflegerin aufgestiegen. Wladimir wurde ja im letzten Kampf verletzt. Jetzt sind wir auf der Suche nach den anderen, um eine Krisensitzung zu halten wegen unserem Killer. Und scheinbar mag Beliat Wladimir doch mehr als erwartet. Er war ziemlich sauer, weil er Wladimir eine solche Gefahr ausgesetzt hat. Ja. Genau, richtig. Ich enthalte mich. Ich finde die Frage gerade ein bisschen schwer. Also für mich gesehen. Ja, geht mir auch so. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ihr da seid, um mir da ein bisschen auszuhelfen. B. B, B, B. Jo. Das ist, glaube ich... Das ist klar. Sehr viel wird da jetzt nicht verändert werden. Also B. Das kann gut sein, sie. Aber ich muss zugeben, dass ich nicht sehr viel mehr darüber weiß. Ich habe ihn nie wirklich deswegen gefragt. Er kann euch sicherlich mehr darüber erzählen als ich. Vielleicht ist das ja nur ein blöder Zufall, aber trotzdem würde ich gern genauer wissen, was dahinter steckt. Nun gut, Wladimir wartet sicher schon auf uns. Wollt ihr, dass ich euch helfe, die anderen zu finden? Beliat bin ich vorhin schon über den Weg gelaufen.
In dem Fall weiß wahrscheinlich sowieso schon das ganze Gutshaus Bescheid. Macht euch also keine Umstände. Beliath kann es nicht wirklich für sich behalten, wenn er besorgt ist. Lasst uns zu den anderen gehen. Sie müssen bereits bei Wladimir sein. Ich bin immer noch erstaunt darüber, wie sehr Beliath sich plötzlich um Wladimir sorgt. Sabine! Na also. Beliath ist der Ansicht, dass sein Leben nicht annähernd so viel wert ist, wie das der anderen hier. Außerdem hat er einen sehr stark ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Er lässt nicht jeden in seinen Freundeskreis. Aber einmal darin aufgenommen, würde er alles für die jeweilige Person tun, auch wenn er das nicht so sehr zeigt. Das heißt also, dass, dass Beliath eigentlich gar nicht so ein schlechter Kerl ist, wie er zu sein scheint. Ich mag es halt nur nicht so gerne, wie er immer mit Frauen umgeht. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich frage mich, ob er mich mittlerweile als Teil der Gemeinschaft sieht. Gehen wir? Nach euch. Okay, los geht's. Gemeinsam in Wladimirs Zimmer. Wir sind keinem auf unserem Weg hierher begegnet, nicht einmal im großen Salon, wo wir extra nachgesehen haben. Raphael hatte also recht. Ah, da sind sie auch schon. Ich habe Raphael mitgebracht, Beliath. Ach, das sehe ich, ja. Er ist der Einzige, der noch gefehlt hat. Bist du auf dem Laufenden, Raph? Mehr oder weniger. Jedenfalls weiß ich, dass es Wladimir nicht allzu schlecht geht. Auch wenn er ziemlich was abbekommen hat. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, wie ihr ihn erzogen habt. Das habt ihr ganz, ganz großartig gemacht. Snefra Fangirl ist weg. Willkommen zurück, Lydia. Von wegen. Er macht einem richtig Angst, so wie er aussieht. Auch wenn unsere kleine Krankenpflegerin hier anscheinend wahre Wunder vollbracht hat. Och. Warum bist du etwa eifersüchtig auf mich, Beliath? Bei deinen weißen Klamotten hätte nicht mehr viel zum perfekten Krankenschwester-Outfit gefehlt. Katha, bist du noch da? Wir brauchen noch ein Bild mit Beliath. Wenn ich jetzt etwas darauf antworte, kann ich mir noch stundenlang Witze und blöde Kommentare darüber anhören, wie ich Wladimir geholfen habe. Und ich will nicht, dass die anderen wissen, was das, so. Was zwischen uns ist. So, A oder B? Da ist er wieder. Die Kellerwache muss wieder zum Angriff. Ja, aber ihr habt ihn ja doch ganz gut erzogen, Yvonne. Also, Respekt dafür. (lacht) 19, 20, das sieht gut aus. So, ich muss leider wieder los. Viel Spaß euch noch. Und Paul, für heute lass dir dein goldenes Geschenk neben deinem Namen. Nächster Stream gehört's wieder mir. Süß. Alles klar, Blatt. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Abend. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Vielleicht bist du ja Dienstag bei Dead by Daylight wieder dabei. So, okay. Also, sind wir mal so. Und nehmen A. Ich freue mich. Haha. Da hat die Kleine gar nicht so unrecht. Hallo. Das Weiß steht für meine natürliche Raffinesse und Eleganz. Aber ich muss wohl einsehen, dass das für Laien wie dich nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Unser Anführer möchte nun ein paar Dinge mit uns besprechen. Wir sollten also langsam zu schnattern aufhören und uns an die Arbeit machen. Was für ein Timing. Er hat gesagt, dass du nicht unbedingt an der Sitzung teilnehmen musst, wenn du nicht willst. Was? Was meint er damit? Hat er etwa keine Lust, mich zu sehen? Oder stört es ihn vielleicht, dass ein Mensch an dieser Vampirsitzung teilnimmt? Es stimmt schon, dass ich dort nicht wirklich was zu suchen habe. Und wenn ich ihm auf die Nerven gehe? Für mich war es so offensichtlich, dass ich daran teilnehme, dass ich darüber gar nicht wirklich nachgedacht habe. War das etwa überheblich von mir? Was soll ich nur tun? Oder bin ich gerade etwa dabei, alles vollkommen falsch zu interpretieren? Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, sollte ich es lieber sein lassen. Ich kann ja später immer noch zu ihm gehen, damit sie mir sagen, was dabei herausgekommen ist. A oder B? Alter, ist die zickig. Oh yes, she is. Da weiß ich, die Farbe der Unschuld passt nicht so gut. Auch richtig, Pew.
auch richtig. Er will uns nicht gefährden. Ja, ich glaube auch nicht, dass es so böse gemeint ist. Ja, das ist doch mal mehr als eindeutig. 27 Stimmen, 28 Stimmen, 29. Ja, komm. Ich glaube, mehr als 100% geht nicht. Er hat ja nicht gesagt, dass er mich nicht sehen will. Nur, dass ich nicht teilnehmen muss, wenn ich es nicht will. Ich will wissen, was sie sagen. Ich bin genauso Teil dieser Gemeinschaft wie alle anderen auch und mehr als involviert in diese Sache. Ich will nicht diejenige sein, die nichts mitbekommt. Ich komme mit. Ich denke nicht, dass es im Moment Wichtigeres gibt, als gemeinsam mit euch eine Lösung zu finden, um diesem Mörder das Handwerk zu legen. Na gut. Du solltest dich allerdings wirklich ruhig verhalten. Es ist nicht so, als würde es uns stören, dass du daran teilnimmst. Aber wir sind daran gewöhnt, das hier auf unsere Art zu machen. Du solltest es dir also gut überlegen, bevor du etwas sagst. Da hat er recht. Oh, Sharon geht? Nein, Kath ist weg. Alles klar, meine Süße, dann danke, dass du da warst und bist du... Knuddel den Hasen von mir, bitte. Wow. Das klingt ja wirklich vielversprechend. Ich hoffe, diese Entscheidung war kein Fehler. Ich sollte sie vielleicht lieber nochmal fragen, ob es ihnen wirklich nichts ausmacht. Billiard, jetzt mal ehrlich, stört es sie, wenn ich dabei bin? Nein, das sehe ich gar nicht ein. Ich werde hier nicht auch noch die Heulsuse spielen und Billiard fragen, ob sie mich überhaupt dabei haben wollen. Ich habe meine Entscheidung getroffen und dabei bleibt es auch. A oder B. Ich bleibe noch, keine Sorge. Sehr gut, Sharon. Ich habe nur beigelesen und war so, hm? Jetzt läuft sie über Eldaria. Nie dürfen wir bei Besprechungen mitmachen. Mal gucken. Mal gucken. Ich meine, die meisten sind ja gerade für B. Dementsprechend würde ich mir da gar nicht so viele Sorgen machen. Oh, das tut mir sehr, sehr leid, Emmy. Dann wünsche ich dir morgen ganz, ganz viel Kraft auf jeden Fall. So, 16 Stimmen für B. Ja, komm, dann nehmen wir B. Entscheidung steht fest, oder? Das kann mich nur noch mehr mit den anderen zusammenschweißen, selbst wenn ich nur zuhöre. Wird die Sitzung denn eigentlich lange dauern? Das kommt darauf an, wie gut wir vorankommen. Und wie schnell wir uns einig werden. Aber gewöhnlich dauert es die halbe Nacht. Ich hoffe, du wirst deine Entscheidung nicht bereuen. Okay, wir sollten langsam losgehen. Das wird eine verdammt lange Nacht. Auf geht's. Es ist schon eine Weile her, dass ich alle an einem Ort versammelt gesehen habe und oh mein Gott, sieht Wladimir heiß aus! Gut, dass das hier ein großer Raum ist. Ich würde mich gern neben Wladimir setzen. Aber das werden die anderen bestimmt auffällig finden, oder? Wenn ich mich neben ihn setze, kann ich mich wenigstens in der Gruppe behaupten und werde nicht ausgeschlossen. Es könnte ihm vielleicht peinlich sein oder ihn nerven. Ich werde es ja wohl auch mal 2 Minuten ohne ihn aushalten. Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Huch, ist das voll. Ey, darf ein Freund mal was schreiben? Klar, Linie. Jederzeit. So sieht er sehr viel besser aus. Haare auf, Junge. Ja. Ich mag lange Haare bei Männern. Das ist sehr attraktiv. Okay. Ehrlich jetzt? Ihr wollt euch nicht zu ihm setzen? Was geht bei Wladimirs Hals ab? Der ist halt sehr dünn. Aber genauso dünn ist der von Ivan. Richtig sauer. Okay, ich warte noch mal eine kleine Sekunde lang. Denn es nähert sich jetzt langsam an. Uff. 15 zu 15. 16 zu 16. Ja, gut. 17.
zu 17. Eieiei. Acht. 18 zu 8. Oh, Leute. 19 zu 18. 20 zu 18. Ihr macht das aber spannend heute. Ihr macht das verdammt spannend. Holy Macaroni. 20 zu 18. 21 zu 18. Okay, jetzt kommen die A's. Warte jetzt noch ein paar Sekunden. Gott, ja, Leute, lasst uns mit ihm kuscheln. Gott, wenn ein Mann lange Haare hat, sind die Chancen, dass ich mich auf ihn werfe, um 90% höher. Sehe, wir verstehen uns, Luke. Nee, es ist A. Es ist tatsächlich A. Sorry, Akaya, aber da hat die Mehrheit entschieden. Ich bin wieder da. Willkommen zurück, Senna. Also, A. Und außerdem bin ich dann bei ihm. Okay, ich mache es. Hey, er wird schon nicht zu Staub zerfallen, keine Sorge, meine Schöne. Er wird bestimmt auch eine Weile ohne dich auskommen. Dem entgeht aber auch gar nichts. Wladimir hat zwar ein bisschen komisch geschaut, mir aber trotzdem mit dem Kopf gedeutet, hier zu bleiben. Er hat ein sauberes Hemd übergezogen, allerdings nicht alle Knöpfe zugemacht. So fällt der Verband darunter nicht so auf. Gut. Wie mir scheint, seid ihr jetzt alle auf dem Laufenden über den Mord, der gestern begangen wurde. Hat sich jemand um die Leiche gekümmert? Sie war noch so jung. Ich frage mich, ob er auf etwas Bestimmtes hinaus will. Er hat bis jetzt nur Frauen angegriffen und dazu noch sehr junge Frauen, oder? Vielleicht steckt ja ein Motiv dahinter. Vielleicht wird Wladimir oder einer der anderen ja noch darauf zu sprechen kommen und ansonsten kann ich ja immer noch was sagen. Ich denke eigentlich auch, dass wir uns ruhig verhalten sollten, aber es obliegt euch. Also, sagen wir was? Oder sagen wir nichts? Geht zur Stockrose! B, 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 B. 100%. Okay. Okay. 100%. Keine 100%. Aber das ist trotzdem die Mehrheit. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du dich darum gekümmert, oder Beliard? Ich finde diese Aufgabe zwar langsam ein wenig lästig, aber ich habe die junge Frau immerhin gefunden und somit auch gleich versucht, sie in der Stadt irgendwie zu entsorgen. Echt, wie so ein gelber Sack. Wo wir schon dabei sind, möchte ich gern darauf hinweisen, dass die Opfer bisher alle ausschließlich Frauen um die 20 waren. Was entweder daran liegen könnte, dass sie leichte Beute sind, oder daran, dass er eine Vorliebe für diese Art Blut hat. Der Mord wird morgen sicher auf allen Titelseiten sein. Ihr solltet die nächsten Tage also lieber nicht rausgehen, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. Falls ihr es nicht mehr aushalten solltet, trinkt einfach Tierblut. Das ist immerhin besser als gar nichts. Das sagst du so leicht. Hier steht ja auch 24/7 eine kleine Blutmark zur Verfügung. Willst du nicht vielleicht teilen, Vlad? Ihr Blut riecht wirklich ziemlich gut, weißt du? Was? Wofür halten Sie mich eigentlich, Ethan? Ein Fastfood-Laden mit Selbstbedienung? Ich bin kein Getränkeautomat. Was ist sein verdammtes Problem? Warum hasst er mich so? Ich weiß noch nicht einmal, was ich darauf antworten soll. Oder C, denken Sie etwa, ich lasse das einfach so mit mir machen? Ich mag ihn nicht. Halt's Maul! Mein Freund ist am Mosern. Schon wieder. Jetzt muss ich ihn kuscheln. Mach das mal. Mach das mal. Das hat er verdient. Cool, wir sind kein Getränkeautomat. Junge. Oh, ich mag die Antwortmöglichkeit. Meister der Stockrosen und Mimosen. Sehr schön. Das ist offensichtlich und eindeutig A. Glaubst du denn ernsthaft, du könntest dich uns widersetzen, wenn einer von uns sich an dir bedienen will? Deine lächerlichen Kräfte sind nichts im Vergleich zu unseren. Außerdem ist das Fass eh schon angestochen.
Da macht ein Biss mehr oder weniger auch nichts mehr aus. Dieser Typ macht mich noch krank. Ethan, wenn du nur noch einmal die Intention andeutest, Valkyria beißen zu wollen, schwöre ich dir, dass du mich um meinen Zustand beneiden wirst. Wenn einer von euch sie anrührt, könnt ihr gleich eure Sachen packen. Ist das klar? Irgendwie ist das komisch, wenn ich sage, ich find's toll, wenn er so besitzergreifend ist. Das war meine klare Ansage. Es herrscht wirklich Mucksmäuschenstille. Keiner wagt es, auch nur einen Ton zu sagen. Und Ethan hat richtig eins auf den Deckel bekommen. So. Nach dieser kurzen Bemerkung am Rande können wir nun wieder auf das eigentliche Thema zurückkommen. Wir sind einer direkten und gleichzeitig indirekten Gefahr ausgesetzt. Mit seinen Taten bringt dieser Vampir uns in eine gefährliche Lage. Und wer weiß, ob er sich nicht bald auch noch an uns vergehen wird. Er hat nicht davor zurückgeschreckt, Valkyria anzugreifen. Und das, obwohl wir in der Nähe waren. Wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre sie jetzt sicher tot. Jupp. Ich möchte gerne die Meinung eines jeden Einzelnen dazu hören und anschließend werden wir eine Entscheidung fällen. Aaron, möchtest du beginnen? Ich denke, dass wir vorsichtig sein sollten. Dieser Vampir schreckt vor nichts so leicht zurück und er hat keine Angst vor den Konsequenzen seiner Taten. Wenn wir ihn direkt angreifen, hält ihn nichts davon ab, uns danach bei den Menschen anzuschwärzen. Er könnte uns vernichten, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Im Moment hat er die besseren Karten. Ich schlage vor, unseren Feind erst einmal besser kennenzulernen, bevor wir zur Tat schreiten. Das klingt wirklich einleuchtend. Sehr gut. Ethan? Ich hasse seinen Blick und sein blödes Grinsen. Ich denke, dass Aaron einfach nur ein Weichei ist. Wozu noch länger warten? Dieser Typ hat 3 Mädchen niedergemetzelt und beinahe wäre es noch eine 4. gewesen. Er wird nicht einfach so damit aufhören. Was kommt als nächstes? Dass er hier einzieht? Puh, meiner Meinung nach will er uns unser Revier wegnehmen. Wir sollten uns das nicht gefallen lassen. Da bin ich zumindest mit ihm einer Meinung, tatsächlich. Wer hat die Bratpfanne? Mit einer derart aggressiven Vorgehensweise bringen wir Valkyria in Gefahr. Sie ist das leichteste Opfer von uns allen. Na und? Fick dich. Würde es euch etwa leid um sie tun? Tut es einem denn für die Kuh leid, die man zum Schlachter bringt, damit er Buletten daraus macht? Ich mag ihn nicht. Ich kann ihn nicht ausstehen. Wie viel habe ich verpasst? Einiges, I'm alive. Schön, dass du da bist. Hi. Er ist so behindert und dumm und ich liebe es. Oh, Nook Nook. Kellercrew, versammeln. Wir müssen abstimmen, um jemanden neuen in den Keller zu schleifen. Aber echt. Zimni Ciao, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ja. Haltet mich fest oder ich bringe ihn um. Ich glaube, Black, es hält dich keiner zurück, ja? Sie sind wirklich krank im Kopf. Und sie denken sie wirklich, dass sie hier irgendwer vermissen würde, Ethan? Sie sind ekelerregend. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Da wird einem ja ganz schlecht, wenn man ihm zuhört. Und dieser Vergleich ist einfach widerlich. Sehen mich hier etwa alle so? Ein kleines Haustier, das man verschlingen kann, wenn es ausgedient hat? Ich denke mal, dass die anderen für uns Partei ergreifen dürften. Wenn irgendwas sein sollte. Ja. Ich finde Ethan süß, keine Ahnung warum. Er zieht mich irgendwie an. Ja, aber ich habe ja schon gesagt, wir werden auf jeden Fall jede Route spielen. Egal, ob ich diesen Charakter mag oder nicht mag. Ich denke mal, dass wir nächste Woche Sonntag dann auch mit Beliard anfangen werden. Ich weiß nicht, ob ich mich drauf freuen soll oder ob mir schlecht wird davon, aber mal gucken. Okay, Lilie. Außerdem, wenn sie von dem Killer umgebracht wird, stirbt Vlad auch. Das hat Ethan wohl vergessen. Genau, Laluna. Genau. Und ich denke mal, dass die anderen da jetzt auch was sagen werden. Also C. Bin ich denn nicht mehr wert als das? Ich weiß es doch eigentlich selbst nicht.
Das reicht jetzt aber, Ethan. Behalte deine provokanten Äußerungen für dich. Du bist hier nicht unser Stellvertreter, falls du das vergessen haben solltest. Noch ein unangemessener Kommentar, Ethan, und du kannst gehen. Hast du mich verstanden? Ja! Ja! Man muss sich ja schließlich der aufgewühlten Masse beugen, nicht? Ich bin froh, dass sie einschreiten. Könntest du mir auch gleich deine Meinung mitteilen, Raphael? Ich bin Arons Meinung. Ich denke nicht, dass ein frontaler Angriff die beste Lösung ist. Falls sich die Situation verschlimmert, können wir das Ganze ja immer noch einmal neu besprechen. Ethan wollte gerade etwas sagen, hatte sich aber offensichtlich anders überlegt. Komm, sag was, damit du deine Sachen packen und verschwinden kannst. Gut. Ivan? Ich bin euch bei dieser ganzen Sache sowieso keine große Hilfe. Ich kann ja nicht mit euch rausgehen, um euch zu unterstützen. Ich werde den Willen der Mehrheit akzeptieren und mein Bestes geben, um euch zu helfen. Ihr könnt auf mich zählen. Er klingt so traurig und hoffnungslos. Er scheint Angst zu haben, dass die anderen ihn als Last sehen. Er wirkt richtig unglücklich deswegen. Ich weiß, dass du uns von großem Nutzen sein wirst, Ivan. Du bist viel wichtiger für uns, als du denkst. Und das weißt du auch. Ich nehme deine Meinung auf jeden Fall zur Kenntnis. So. Und zu guter Letzt, Beliath. Also, ich bin geteilter Meinung. Arons Ängste sind mehr als berechtigt, aber ich verstehe, was Ethan meint und finde, dass er recht damit hat. Wie weit wird das Ganze noch gehen? Müssen erst weitere 10 Menschen sterben und uns die Polizei im Nacken sitzen, bevor wir handeln? Ich mag sie zwar nicht so gerne, aber ich bin tatsächlich deren Meinung. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Wie lange wird es noch dauern, bis sie es durchsuchen wollen, das Gutshaus, das verlassen im Wald liegt, und sie merken, dass seine Eigentümerin seit Ewigkeiten kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hat? Das habe ich ja vollkommen außer Acht gelassen. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass man wegen mir auf das Gutshaus aufmerksam werden könnte. Ich finde, die Gefahr ist mittlerweile schon zu groß. Wir müssen handeln. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir können nicht einfach so herumsitzen und nichts tun. Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir also einen Gleichstand. 2 sind dafür, 2 dagegen und 1 ist neutral. Heißt es etwa, dass Wladimir das Urteil fällen wird? Ich danke euch allen. Jetzt fehle nur noch ich. Ich habe eine klare Meinung zu dem Ganzen. Ich will nicht, dass wir irgendwen von uns in Gefahr bringen und lehne daher im Moment jeglichen frontalen Angriff oder Akt ab. Ernsthaft jetzt? Das ist nun mal meine Meinung und daher schließe ich mich Aron an. Wir greifen erst an, wenn wir wissen, wo die Schwächen unseres Gegners liegen. Bis dahin verhalten wir uns ruhig. Na gut, das ist jetzt aber nicht ein, wir werden gar nicht gegen ihn antreten, sondern ein, wir warten erstmal ab, versuchen unseren Gegner genau zu analysieren, finden seine Schwächen heraus und tun dann was. Ach, I'm Alive, du warst beim letzten Jahr auch nicht dabei. Wladimir ist angegriffen worden von dem Mörder. Und das sollen wir jetzt einfach so hinnehmen. Und das, obwohl du vermöbelt wurdest und deine ach so tolle Blutmarkt angegriffen wurde? Das ist dein Ego, das da aus dir spricht, Wladimir. Du sagst das doch nur ihretwegen und weil du ordentlich eine kassiert hast. Was meint er damit? Für wen halten sie sich eigentlich? Denken sie etwa, dass Wladimir eine Entscheidung treffen würde, ohne dabei an die anderen zu denken? Nur weil ihnen die Entscheidung nicht passt, heißt es noch lange nicht, dass eine schlechte Absicht dahinter steckt. Außerdem sind Aron und Raphael der gleichen Ansicht. Ich will zwar nicht mitten in einer handfesten Streit geraten, aber seine Anschuldigungen sind wirklich das allerletzte. Ich würde mich eigentlich jetzt auch wieder ruhig verhalten, weil Wladimirs Kampf ist das. Er muss sich eigentlich behaupten und, Wenn er jetzt von uns unterbrochen wird, sieht er sich vielleicht in seiner Männlichkeit angekratzt. Ist alles gleich spannender mit Kuchenteig. Oh, alle haben sie was zu essen. Ich will auch was. Vito, bist du noch im Stream? Ich habe Hunger. Was gibt's gleich zu essen?
Okay, 100% für wir sagen nichts. Sehr schön. Ich werde in Wladimirs Nähe bleiben, um ihn zu unterstützen. Er wird bestimmt derjenige sein, der einschreitet. Das reicht. Das ist das erste Mal seit Beginn der Sitzung, dass er laut wird. Wir haben diese Entscheidung mehrheitlich getroffen und ich will jetzt keine Beschwerden mehr darüber hören. Wir können die Dinge jederzeit noch einmal neu besprechen, falls sich etwas ändern sollte. Das ist mein letztes Wort. Und jetzt bitte ich euch, mich ein wenig in Ruhe zu lassen. Meint er etwa auch mich damit? Ich habe eigentlich gehofft, bei ihm bleiben zu können. Er muss meine Frage geahnt haben. Er gibt mir ein Kopfzeichen, mit den anderen rauszugehen. Aber immerhin hat er mir dabei leicht zugelächelt. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Das ist wirklich lächerlich. Kommt, Valkyrie. Ein wenig Ruhe wird uns auch ganz gut tun. Lasst uns ein bisschen rausgehen. Das war ziemlich heftig, oder? Ach, nicht mehr als sonst. Wir hatten noch nie mit einem Mord zu tun und sind deswegen ein bisschen bärbeißig. Noch ein neues Wort für mein Vokabular. Verkopft und bärbeißig. Aber wir hatten schon ähnliche Fälle. Und konntet ihr sie regeln? Naja, schließlich sind wir immer noch hier, oder? Stimmt auch wieder. Ich würde euch ehrlich gesagt gerne etwas fragen. Ja? Hoffentlich geht es nicht um Wladimir. Ich hatte das Gefühl, dass uns eben alle angestarrt haben. Ich habe über Beliads Bemerkung nachgedacht und ich glaube, er hat irgendwo recht. Es ist mir zwar davor nicht aufgefallen, aber eigentlich ist das mit dem Irzen schon ein bisschen lächerlich, oder? Lächerlich vielleicht nicht gerade, aber es stimmt, dass es ein bisschen komisch ist. Beschäftigt euch das etwa? Raphael und Wladimir irzen mich doch auch. Das ist also nichts wirklich Neues für mich. Moment, ich muss kurz starten. A oder B. Das heißt, er bietet uns jetzt auch das Du an. Wunderschön. Sehr gut. Endlich. Ja, endlich. Alles zu deinem Geburtstag, Kiritoki. Sieh es als Geburtstagsgeschenk, dass er dich jetzt duzen will oder uns. Kauf ein A. Okay, das ist ziemlich eindeutig. Ich meine, ich weiß ja, dass ihr sehr viel älter seid als ich, aber rein äußerlich gesehen unterscheiden wir uns nicht viel voneinander. Das habe ich mir eben auch gedacht. Ich habe davor nie wirklich darüber nachgedacht, weil Wladimir und Raphael euch auch geirzt haben. Aber da ihr euch, dich, mittlerweile wirklich als Freundin betrachte, wäre es doch viel angebrachter, wenn wir uns duzen würden. Ja, wir haben einen Freund. Also langsam fange ich wirklich an, mich hier zu integrieren. Kein Problem, Aaron. Für mich ist es auch viel natürlicher, dich zu duzen. Na wunderbar, das freut mich. Ach ja, ich hoffe, dass wir dir mit dem, was wir da eben alles gesagt haben, nicht allzu viel Angst eingejagt haben. Naja, ein wenig ehrlich gesagt schon. Aber solange ihr alle über das Haus wacht, wird es schon gehen, denke ich. Die Lust, spazieren zu gehen, dürfte mir jedenfalls erstmal für eine Weile vergangen sein. Na gut. Du entschuldigst mich, ich würde gern mit Ethan über sein Verhalten sprechen. Das ist wirklich die Gelegenheit zu fragen, warum Ethan mich so hasst. Hör zu, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich habe das Gefühl, dass Ethan ein Problem mit mir hat. Oder B, Aaron, kann ich dir eine sehr persönliche Frage über Ethan stellen? A oder B, magst du mich? Ja, schön. Das war so cringy. Ja, wir sind seit dem letzten Kapitel Freunde. Nach dem, magst du mich? Sind wir Freunde? War so ein Cringe. Es gibt pro Route 10 Kapitel. Momentan sind aber nur 6 Kapitel raus. Bei Wladimir zumindest. Bei Beliad sind es, glaube ich, 5. Lilie, du kannst sonst auch mit deinem Freund was machen. Das ist kein Pflichtprogramm, hier zuzugucken. Dann ist er auch nicht böse auf dich. Okay, es wird dann also B sein. Olin fan großartig, wunderbar. Knuddel ihn mal ganz lieb von mir. Unbekannterweise. Auch wenn es komisch kommt. Aber ich bin froh, dass er da ist.
Ich will aber wissen, was passiert. Ich weiß es gar nicht, Lou World. Momentan sieht es so aus, ja? Also jeden Monat ein Kapitel. Bei beiden dann. Ich glaube, bei B jetzt sind es momentan 5. Genau. Der würde sich bestimmt freuen. Oh. Mach das einfach mal. Unbekannterweise. Ich bin mittlerweile an deine Ehrlichkeit gewöhnt. Was gibt es denn? Ethan, er mag mich nicht wirklich, oder? Seitdem ich hier bin, verhält er sich distanziert und aggressiv mir gegenüber. Nicht mal Ivan ist so unfreundlich zu mir. Weißt du denn, warum er so ist? Es ist so, dass Ethan ein wenig speziell in manchen Dingen ist. Das steht ihm auch durchaus zu. Auch wenn ich in seiner Abwesenheit nicht darüber reden werde, warum das so ist. Aber er ist von Natur aus launisch und hat einen ziemlich aggressiven Charakter. Er hat also dauernd seine Tage. Er hasst jegliche Art von Veränderung. Ich muss ja eine ziemlich negative Veränderung für ihn bedeutet haben, damit er sich mir gegenüber so verhält. Durch dich hat sich hier ziemlich viel verändert. Aber vielleicht ist er auch deswegen genervt, weil hier eine Blutmagd herumläuft. Ich weiß, dass das etwas ist, das ihn fasziniert. Und dazu kommt noch, dass er sich nicht besonders gut mit Wladimir versteht. Tolle Persönlichkeit. Toll. Und trotzdem erlaubt ihm Wladimir hier zu sein? Wladimir erlaubt jedem, der es will, hier zu leben und beweist damit, dass ein jeder hier willkommen ist. Ethan muss in einer Gemeinschaft leben, um zu lernen, sich besser zu kontrollieren. Er versteht sich auch ganz gut mit mir und Raphael. Deswegen akzeptiert Wladimir Ethans Laune und seine abgeneigte Haltung allem Neuen gegenüber. Das heißt, er wird es wahrscheinlich auch nicht so toll gefunden haben, als er dann plötzlich ein Vampir war, denn Veränderung gleich Kacke. Und ich kann nichts dagegen tun? Er muss auf dich zukommen, alles andere ist zwecklos. Vielleicht wird er das auch irgendwann, aber das wird leider noch eine Weile dauern, fürchte ich. Okay. Danke, Aaron. Gern geschehen. Ich werde jetzt zu Ethan gehen. Gute Nacht. Ein bisschen Ruhe wird mir gut tun. Ich werde mich ein wenig in meinem Zimmer ausruhen und dann später für meinen nächtlichen Biss bei Wladimir vorbeischauen. Wie das klingt, ey. Ich werde dann mal für meinen nächtlichen Biss da vorbeikommen und dann läuft das. Ich weiß nicht, ob man sagen könnte, dass ich mich an diesen täglichen Rhythmus gewöhnt habe, aber es stört mich jedenfalls sehr viel weniger als zuvor. Sabine! Danke. Es wird mir gut tun, in meinem Bett zu schlafen. Mir tut wirklich alles weh. Ich hoffe wirklich, dass es mit diesen Morden jetzt vorbei ist. Jedes Mal, wenn es gerade anfing, gut mit Wladimir zu laufen, ist das Ganze wieder von vorne losgegangen. Abgesehen davon fange ich langsam wirklich an, mich hier zu integrieren. Langsam fühle ich mich hier wie zu Hause. Auch wenn ich wirklich eigenartige Mitbewohner habe. Hoffen wir mal, dass es auch weiterhin so bleibt. Nach einigen Tagen nervösen Wartens und dauerhafter Wachsamkeit war es immer noch nicht zu neuen Zwischenfällen gekommen. Zu meiner großen Erleichterung hatte Wladimir sich fast vollständig von seinen Verletzungen erholt. Einige tiefere Wunden waren zwar noch nicht ganz verheilt, aber zumindest war er nicht mehr auf meine Hilfe angewiesen. Ich war beinahe enttäuscht deswegen, aber unsere plötzliche Nähe ließ mich über diesen Frust hinwegsehen. Wladimirs Bisse waren länger und sanfter geworden und der Schmerz, den ich zuvor immer verspürt hatte, war so gut wie Vergangenheit. Er war mittlerweile eine Art Ungeduld gewichen. Der sanfte Adrenalinstoß, der mich durchströmte, bevor er mich biss. Das Beben vor Schmerz und das Gift, das durch meine Adern strömte und mich mit jeder Minute dem Moment der vollkommenen Selbsthingabe näher brachte. Poise! Warum muss ich da gleich an dieses Lied denken, ey? I wanna love you, but I better not touch, don't touch. Ja. Und dann waren da natürlich noch seine Hände, die auf mir lagen und meinen Körper durch den Moment des Rausches geleiteten. Ich stand nur noch nachts auf und fühlte mich mit jeder Nacht ein bisschen wohler im Gutshaus. Wladimir hat uns grünes Licht gegeben, um nach draußen zu gehen, und Beliat nutzt das natürlich, um sich in die Stadt aufzumachen. Ich denke, dass uns das allen guttun wird. Er ist wirklich unausstehlich, wenn er nicht feiern kann. Eine Woche daheim und er dreht vollkommen durch. Aber das heißt auch, dass ich den großen Salon ganz für mich allein habe. Ethan und Aaron sind auch ausgegangen. Ivan ist da, wo er immer ist. Und Raphael übt, glaube ich, Fechten. Lul, das ist schon echt cool.
ein Blinder, der Fechten übt? Alles klar, Paul. Vielen, vielen Dank. Yassi, wenn's rauskommt. Könnt ihr kurz Kiritoki aufklären, was sie verpasst hat? Ich nehme mir nicht oft Zeit für mich selbst. Ich werde mir ein Buch aus der Bibliothek holen und mich ein wenig entspannen. Im Waisenhaus habe ich wirklich viel gelesen. Das fehlt mir. Keiner da. Perfekt. Ich habe mich in letzter Zeit vor allem mit Büchern aus Wladimirs Epoche beschäftigt, um ihn besser zu verstehen. Das motiviert mich richtig, eines dieser Bücher zu lesen. Ich glaube, ein paar Bücher von Jane Austen im Regal gesehen zu haben. Ich habe sie geliebt, als ich noch im Waisenhaus war. Es wäre bestimmt ganz nett, sich ein wenig in diese Zeit zurückzuversetzen. Oh, Jane Austen Bücher. Yeah. Ah, da ist es ja. Stolz und Vorurteil. Oh, Mr. Darcy, ich schmelze dahin. Außerdem passt das ziemlich gut zu meiner aktuellen Situation. Oh, ja. Also, Stolz und Vorurteil ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Mr. Darcy. Jassi, ich kann es ja gar nicht so ordentlich schreiben, aber ja. Also, ab nächsten Sonntag machen wir erstmal Bediat. Stolz und Vorurteil. Jawohl! Bestes Buch. Absolut. Das ist... Ich liebe es. So, und jetzt gehe ich in den großen Salon und schnapp mir die weiche Decke vom Kaminsims. Wenn ich nur daran denke, wie viel Angst ich nachts hatte, als ich noch im Waisenhaus war. Und dann sieh mich einer jetzt an. Alles erscheint mir so still und ruhig, wohingegen der Tag nur aus Lärm, Menschen und Hektik besteht. In dem Wissen, dass das Haus leer war, genoss ich die Stille sogar noch umso mehr und saß in meiner gemütlichen Decke eingewickelt auf dem Boden, wo ich mich am Fuße des Sofas anlehnte. Der Boden vor dem Kamin war mit alten Fellen bedeckt, die ihn warm hielten. Sie waren abgenutzt und zweifellos aus einer früheren Zeit, aber sie waren immer noch erstaunlich weich und so wärmte ich mir meine Füße gern daran. Seit meinem kleinen Ausflug in die Stadt und dem darauffolgenden Überfall war es ein wenig kälter draußen geworden. Die Zeit verging so unheimlich schnell. 3 Monate. 3 Monate sind bereits vergangen, ohne dass ich es auch nur gemerkt hatte. Ich stellte mir nicht wirklich die Frage über meine Zukunft. Und über meine Situation machte ich mir immer weniger Sorgen. Vielleicht kommt Wladimir ja später noch runter. Ich habe das Gefühl, dass er in letzter Zeit öfter nach mir Ausschau hält. Aber ich will mich ja nicht darüber beschweren. So bin wenigstens nicht immer ich diejenige, die ihn die ganze Zeit sucht und komme mir nicht dauernd so blöd vor. Ich frage mich, ob er damals Jane Austen gelesen hat. Sie war zu der Zeit zwar noch nicht sehr bekannt, aber ihre Werke haben sehr viel Anerkennung gefunden. Ich weiß aber nicht, ob das bei Männern auch so ist. Chicken Nuggets, Mozzarella Sticks und mit Käse überbackene Pommes. Sabrina, warum tust du mir das an? Ich habe Hunger. Jedenfalls sehe ich dieses Buch jetzt mit ganz anderen Augen. Ich hatte genauso viele Vorurteile gegenüber Wladimir wie Elizabeth Darcy gegenüber. Und er ist genauso stolz wie Wladimir. Schade, dass es im echten Leben nicht auch so sein kann wie in den Büchern. Ah, guten Abend, Wladimir. Ich habe mich schon gefragt, ob du hier bist. Ich habe dich gar nicht gesehen. Warum sitzt du denn auf dem Boden? Das Sofa ist doch sehr bequem. Ach, ich finde das so einfach witziger. Ich finde das witziger, auf dem Boden zu sitzen, da Fug! Ja, Mimi, kannst ihn gerne anschreiben. Ich glaube nicht, dass er mich hier auf laut hat. ja. Und außerdem kann ich meine Füße so am Feuer aufwärmen. Witziger. Genau, wie wir haben heute kurz Outlander geguckt und in der einen Folge hieß es so, ja komm, lass uns die Folge noch zu Ende glotzen. Und Vito und ich gucken uns an. Hat sie gerade wirklich glotzen gesagt? Das ist genauso wie, ich finde das hier witziger. Ich sitze auch lieber auf dem Boden, ist eine Angewohnheit. Ja, ist halt so. Shirayuki, hi. Hab auf den letzten Gespräch eingeschaltet. Oh, könnte ich sie aufklären? Wäre super. Oh, Shoko macht das immer. Shoko macht das super, danke. Deine Flirtstimme kommt durch. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ist das halt so... Ja, habe ich, Anna. Beziehungsweise, ich bin gerade dabei, die zu lesen.
Und ich höre auch zwischendurch dann die Hörbücher weiter zum Einschlafen. Okay, weiter geht's. Balgi, kannst du schon was abschätzen? Wie lange dauert's noch? Soll ich schon mal essen? Oh, Vito, essen. Essen. Die machen mir hier die ganze Zeit Hunger mit Popcorn, mit Mozzarella-Sticks, mit Käse überbackenen Pommes. Was kam eben noch? Chicken Nuggets. Kuchenteig kam hier auch schon vor. Also ich habe echt Hunger. Was möchtest du denn machen, Vito? Was gibt's zu essen? Nudeln! Weiß ich nicht. Ich mach das, was Vito haben möchte. Pizza. Das, was besprochen war? Ah! Ja, aber da musst du noch gucken, ob der Lauch noch gut ist. Waffeln mit Nutella. Warmen Vanillepudding. Ich höre gleich auf. E-Books von The Witcher. Ja, Witcher wollte ich mir auch noch holen. Ja, das sind ja ein paar mehr, ne? 8 oder 9 Stück, glaube ich. So, bevor es hier jetzt weiter um Essen geht. Wo ist das Community Highlight? Kuss vom Schnitzel, Papa mit Schnitzel, Mama. Jetzt geht's los. Oh, okay, es geht hier gerade viel zu sehr um Essen. 9 sogar, okay, danke, Haruna. Mach ich, Senasu. Mach ich. Also, wie kann dir denn noch kalt sein, so eingewickelt wie du bist? Was? Weißt du denn etwa nicht, dass Frauen ständig kalt ist? Stimmt, du hast dieses Problem ja nicht wirklich, eigentlich gar nicht so unpraktisch. Jetzt kommt hier das Highlight oder was? Nein, nein, Vito, nein, 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 nein. Ich will noch ein. weil im Nebenzimmer noch das Fenster offen ist, glaube ich. Kann das sein? Oh, dann weiß ich nicht, warum es hier so kalt ist. Die Heizung ist aus. It's a Sentinel! Hallo! Toss a coin to your witcher, your money is plenty. Amazing. Tschüss, Vito! Was war das gerade? Maske? Wie süß. Da kommt man wieder an und sieht sowas Süßes. Ja. Ja, das ist mein Vito. Keksi hat ihn dazu gezwungen. So viel Sweet im Raum. Ich nur an Vito. Der ist so. Also, Moment mal. Wo waren wir stehen geblieben? Du hast das Problem ja nicht mehr wirklich, eigentlich gar nicht so unpraktisch. Schlimmer. Ich schlottere sogar dann noch, wenn ich neben dem Kamin unter einer Decke liege. Vielleicht brauche ich ja ein wenig Hilfe, um mich aufzuwärmen. Leute, ich bitte euch, macht was Gutes. Danke. Danke. Ich sehe schon, ihr macht was Gutes. Ihr macht was Gutes. Da kann ich dann, glaube ich, auch abschließen, weil, ja, das sind 100%. Ja. Das war zwar eigentlich ein Scherz, aber er hat mir trotzdem zugelächelt. Ein bisschen Körperwärme gefällig? Naja, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ja! Wladimir ging auf mich zu und zog zu meinem großen Erstaunen seine Weste aus, um sie dann gemeinsam mit seinem Spazierstock auf das Sofa zu legen und sich neben mich zu setzen. Da ich mich an seine natürliche Reserviertheit gewöhnt hatte, war diese entspannte Seite an ihm völlig neu für mich. Doch ich liebte sie. Was liest du da? Hör auf, ihn die ganze Zeit anzustarren. Reiß dich zusammen! Ich habe gesehen, dass du wahnsinnig viele Bücher von Jane Austen hast, also... Ah, du willst also ihre Bücher entdecken. Sie ist wirklich eine exzellente Autorin. Ich hoffe, dass das Buch nicht zu schwer für dich ist. Wenn du willst, kann ich dir gerne helfen. willst du das dann nachspielen? Ich krieg schon Gänsehaut, ey.
Ja, Yvonne, bei uns auch. Es pfeift die ganze Zeit draußen, also ja, ganz ruhig, ja. Wusa! Nein, danke, alles gut. Ich habe das Buch schon einmal gelesen. Das ist ein echter Klassiker. Wirklich? Ganz bis zum Schluss? Will er mich auf den Arm nehmen oder was? Natürlich habe ich bis zum Ende gelesen. Das Waisenhaus war ja schließlich nicht am Ende der Welt. Denkst du etwa, du bist der Einzige, der diese Art Bücher liest? Ja, ganz bis zum Schluss. Ja? Klar? Aber schön, dass wir ihn mit solchen einfachen Sachen schon überraschen können. Großartig. Was, du hast dieses Buch ganz bis zum Ende gelesen? Wirklich? Okay, das ist auch sehr eindeutig. Alles klar. Ich verstehe nicht, warum dich das so wundert. Ich habe eine ganze Menge Klassiker im Gymnasium gelesen. Und es gibt einige davon, die mir gut gefallen haben. Oh, es ist nur so, dass Waisenkinder oft nicht sehr... Naja. Du weißt aber schon, dass wir nicht mehr in der Zeit von Dickens leben, oder? Wenn man seine Eltern verliert, kümmert sich der Staat um einen. Die Zeiten, in denen Waisenkinder in Minen gearbeitet haben, sind vorbei. Du kennst auch Dickens? Oh nein, warte, tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, schon wieder so taktlos zu sein. Du hast recht. Manchmal vergesse ich, dass die Zeiten sich geändert haben. Mhm. Könnte man so sagen, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es zu deiner Zeit sehr viel anders war, jung zu sein. Zum einen das, und zum anderen war ich... Naja, sagen wir einfach, ich war ein wenig anders als die anderen. Es kann nicht sehr viel schlimmer sein, als seine Pubertätskrise in einem Waisenhaus zu haben und sein Zimmer dabei auch noch mit zwei anderen Mädels teilen zu müssen. Du wirst ziemlich überrascht, glaube ich. Warum hat er sich jetzt die Haare aufgemacht? Die waren eben noch zu. Das habt ihr auch gesehen, oder? Alles klar, Lilie, viel Spaß noch. Das habt ihr gerade gesehen, oder? Er ist überrascht, weil wir nicht blöd sind. Er macht sich bereit. Er will seine Mähne im Winde wehen lassen. Geil. Ach, weißt du, nach allem, was mir hier in den letzten Monaten so passiert ist, kann mich, glaube ich, nichts mehr so leicht überraschen. Ich würde mich gern von dir überraschen lassen. Oder es würde mich zwar schon interessieren, aber ich glaube, es gibt Dinge, über die du nicht unbedingt reden willst. ABC. Jetzt geht's los. Er ist bereit. Oh. Ich hatte ein prima Standbild. Ja, die waren zu. Gut zu wissen, Keksi. Okay, also nehmen wir wieder die Flirty-Variante. Bitte, 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 B. Okay. Alles klar. B. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du in deiner Vergangenheit schmerzhafte Dinge erlebt, über die du nicht unbedingt reden willst. Das stimmt, ja. Aber mittlerweile fällt es mir leichter, darüber zu sprechen. Wenn du es mir nicht sagen willst, ist das in Ordnung für mich, weißt du? Ich würde es zwar gerne wissen, aber nicht, wenn du dich dabei unwohl fühlst. Das freut mich. Und ist genau der Grund dafür, warum es mir nicht mehr wirklich etwas ausmacht, darüber zu reden. Außerdem finde ich, dass es an der Zeit ist, dir davon zu erzählen. Die anderen wissen es zwar auch, aber ich habe trotzdem versucht, es dir mehr oder weniger zu verheimlichen. Jetzt sind die Haare wieder zusammen. Dafug? Dafug? Was soll ich wissen? Wovon redest du? Ach so, jetzt kommt ein ernstes Thema, da muss man die Haare dann wieder zusammennehmen. I see. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Vollkommen perplex zog ich die Augenbrauen hoch. Wladimir war sehr zurückhaltend. Das hatte ich schon lange verstanden. Ich konnte mir daher kaum vorstellen, dass er mir etwas anvertrauen könnte, das irgendwie geheim war. War er ein Zuhälter?
hat er Rentnern die Stöcke geklaut und sie für sich selbst benutzt? War er ein Scrooge? Wartet mal aufs Bild, da kommt B-Move auch nicht klar. Okay, Moment. Ich machte mein Buch zu, legte es auf meine Knie und richtete mich auf, um Wladimir meine volle Aufmerksamkeit schenken zu können. In dem Moment drehte er sich zur Seite, um mich besser zu sehen, und legte seine Hand auf meine beiden Hände. Diese Geste, die so einfach und natürlich war, beruhigte mich auf der Stelle. Und Wladimirs intensiver, dunkler Blick zog mich sofort in seinen Bann, so wie er es immer tat. Du hast ja vielleicht bemerkt, dass ich nicht sehr viel ausgebe. Ausgehe. Dann entsprechend wahrscheinlich auch nicht ausgebe. Naja, so wie Raphael und Ivan auch, oder? Ich dachte, dass du deswegen nicht rausgehen willst, weil du immer diese Kleidung aus deiner Epoche trägst. Das könnte man denken, ja. Aber das ist nur die Folge, nicht der Grund für mein zurückgezogenes Leben. Ich hätte nicht gedacht, dass es so tiefgreifende Gründe dafür gibt. Ich dachte, du liebst einfach deinen Garten. Und er ist ja auch einfach wunderschön. Und braucht viel Pflege. Den Garten machst du ja, oder? Eher selten. Ich kann ihn nur dann machen, wenn es sehr bewölkt ist, was ungefähr einmal pro Monat der Fall ist. Die restliche Zeit kümmere ich mich darum, dass er gepflegt und sauber ist, aber ansonsten machen die anderen alles. Wirklich? Lull, ich dachte, der Meister der Stockrosen macht das selber. Kann ich machen, Akaya, ja. Das ist mehr oder weniger die Bedingung, um hier bleiben zu dürfen. Ich lasse ihnen so ziemlich alles durchgehen, solange sie die Regeln respektieren und zur Pflege und dem Wohlergehen des Gartens beitragen. Ich würde es niemals ertragen, ihn kaputt gehen zu sehen. Aber wenn er dir so am Herzen liegt, warum machst du es dann nicht selbst? Er ist doch gleich nebenan. Weil ich nicht kann. Ist er allergisch? Kann er sich nicht um die Blumen kümmern, weil er sonst extrem niesen muss? Wladimirs Stimme war gegen Ende des Satzes kaum noch zu hören und er hatte seinen Kopf weggedreht. Ich nahm eine jede Menge unterdrückter Gefühle in dieser überraschenden Beichte wahr, die er mir hingemurmelt hatte. Von Wut oder Groll bis hin zu Missmut und Kummer. Ja, aber er war doch schon draußen, oder? Ich drückte seine Hand und wartete darauf, mehr zu erfahren, während ich versuchte, für ihn da zu sein. Um ihn nicht wieder in dieses schwarze Loch fallen zu lassen, in das ich ihn schon so oft hatte fallen sehen. Nachdem er einen Moment lang auf den Boden gestarrt hatte, dauerte es einige Sekunden, bis Wladimir sich beruhigt hatte und erneut zu mir aufblickte. Seitdem ich auf der Welt bin, bin ich krank. Ich vertrage kein Sonnenlicht. Das habe ich noch nie. Oh, Sonnenallergie. Aber wie? Du hast nie... Aber du warst doch noch kein... Ich war zuvor kein Vampir, nein. Aber als ich es geworden bin, habe ich gemerkt, dass ich nun auch das Mondlicht nicht mehr vertrage, womit ich auch noch mein letztes Stückchen Freiheit verloren habe. Oh no! Oh Gott! Mein armes Baby! Oh nein, oh, das ist richtig bitter, weil dann ist er ja jetzt richtig ans Haus gebunden. Und er ist trotzdem rausgegangen, als wir vom Mörder verfolgt wurden. Oh no! Ich nahm sein Geständnis stillschweigend hin und mir schossen tausende Gedanken durch den Kopf. Wo sollte ich bloß anfangen? Damit, wie Wladimir diese ganze Zeit dennoch überleben konnte? Oder damit, was diese Krankheit ausgelöst hatte? Und gab es überhaupt eine Heilmethode dafür? Er schien mein Schweigen bemerkt zu haben und streichelte mir nun plötzlich über den Arm, was wahrscheinlich daran lag, dass diese Berührung sowohl mich als auch ihn beruhigte. Mond ist genauso schlimm für dich wie die Sonne? Habe ich das richtig verstanden?
So ist es. Aber was... Wie kann es sein, dass deine Krankheit sich so entwickelt hat? Diese Frage stelle ich mir auch immer noch. Und das jetzt schon seit 2 Jahrhunderten. Ich war noch bei mir daheim, als ich plötzlich diese Veränderung bemerkt habe. Ich habe mich eine Zeit lang daheim isoliert und wahnsinnig unter der Verwandlung gelitten. Und als ich versucht habe rauszugehen, leuchtet der Mond am Himmel. Ich wäre beinahe einfach dort stehen geblieben und ringe deswegen heute noch mit mir. Ich nehme an, dass deine Familie dir nicht helfen konnte, oder? Hast du dich deswegen hier niedergelassen, um einen sicheren Unterschlupf zu haben? Hast du denn nirgendwo anders etwas gefunden? Aber wie konntest du damit denn so lange überleben? Das muss wirklich wahnsinnig schwierig sein, wenn man nicht einmal beim Mondlicht rausgehen kann. Das denke ich mir nämlich auch. Ich meine, how? Wie hat er überhaupt diesen Ort gefunden? Oh, das ist echt bitter. Ja. Alles klar. Das ist ziemlich eindeutig, entscheiden wir uns für C. Und ich hoffe, dass er weiterhin offen bleibt und uns das dann auch sagt. Das war es auch, aber anfangs war es gar nicht so schwer. Es war viel einfacher, unentdeckt zu bleiben und Orte zu finden, an denen ich mich ausruhen oder verstecken konnte. Ich bin sehr viel gereist. Und mit der Zeit wurde die Krankheit dann immer schlimmer. Wolltest du nicht lieber daheim bleiben, um eventuell ein Heilmittel zu finden? Ich habe eine Zeit lang versucht, eines zu finden und meine Familie auch. Sie haben mich nicht verstoßen. Sie waren genauso verzweifelt wie ich und haben gehofft, ein Heilmittel zu finden. Aber als mir klar wurde, dass es keine Hilfe für mich gibt, bin ich gegangen. Wirklich? Haben sie denn gar nicht versucht, dich aufzuhalten? Er ist zusammengezuckt. Es scheint also immer noch ein heikles Thema für ihn zu sein. Es war eine gemeinsame Entscheidung, als uns allen klar wurde, dass ich nicht geheilt werden konnte. Weder von meiner alten Krankheit noch von meiner neuen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Es war trotzdem grausam von ihnen, dich wegzuschicken. Du konntest doch nichts dafür. Sie haben mich nicht weggeschickt. Ich bin freiwillig gegangen. Ernsthaft? Aber... Mir schwirrten tausende Fragen um den Kopf. Ich wollte mehr darüber wissen und verstehen, wie es dazu gekommen war. Aber bevor ich auch nur eine einzige davon stellen konnte, legte mir Wladimir auch schon einen Finger auf den Mund. Das Ganze war so unglaublich schnell gegangen und einen Moment lang dachte ich darüber nach, ob ich mich aufregen sollte, aber seine Gelassenheit und sein Blick beruhigten mich umgehend. Bitte. Nicht heute Abend. Ich kann dir gerne ein andermal davon erzählen, wenn du willst. Aber das sind und bleiben Erinnerungen, die ich nicht gern wachrufe und ich habe heute Abend schon genügend darüber geredet, glaube ich. Ich schien anscheinend nicht sonderlich überzeugt zu wirken, denn er lächelte plötzlich und konnte ein leises Lachen nicht zurückhalten. Es ist schon komisch. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich mich noch über deine Neugierde aufgeregt. Und jetzt muntert sie mich auf. Wir werden noch einmal auf dieses Thema zurückkommen, aber nach all dem bin ich ein wenig durch den Wind. Von diesem unkontrollierbaren Feuerwerk in mir, das mein Leben seit einiger Zeit auf den Kopf stellt. Und von der Tatsache, dass ich immer weniger Lust habe, ständig die Kontrolle über alles zu haben. Tschüss. Er nahm seinen Finger von meinem Mund und fuhr damit zärtlich meine Schultern und meinen Arm entlang. Ich öffnete meinen Mund, um etwas zu sagen, schloss ihn aber gleich darauf wieder. Meine Sätze erschienen mir plötzlich sinn- und inhaltslos. Die Situation schüchterte mich ein und überforderte mich beinahe. Doch Wladimir nahm mein Kinn in seine Hand und zog mein Gesicht zu sich. Mir wurde ganz heiß, als unsere Blicke sich kreuzten, und ich bemerkte, wie leidenschaftlich er mich ansah. Großartig, Tabby. Gleich richtig erzogen. Das Verlangen in mir, ihn bei meinem Anblick schwach werden zu sehen, wurde immer größer. Was? Was? Ihn bei meinem... Das sagt nicht Wladimir. Das sagen wir. Und zwar innen drin, oder? Er hat doch Lust. Sag es nicht. Bitte nicht.
Ja, gut. Als Wladimir seinen Arm um meine Hüfte legte und sich zu mir beugte, schloss ich instinktiv meine Augen. Sein Körper neigte sich immer weiter nach vorne, seine Lippen auf die meinen gepresst, die ich nun sachte öffnete, während er sie zärtlich küsste. Das weiche Fell streichelte mich im Nacken, während die Decke von meinen Schultern rutschte und Wladimir sich auf mich lehnte, damit er mich immer weiter gegen den Boden drückte, wo meine Haare sich um meinen Kopf ausbreiteten. Ich will das Bild sehen. Stromausfall. Wie Stromausfall bei euch? Hoffentlich jetzt hier. Und gleich stimmt Ethan rein. Nee, oder Sabine macht das Internet aus. Tschüss! Ich hob meine Hände, um ihm damit durch sein langes, blondes Haar zu fahren und spürte, wie sich das Haarband, das es zusammenhielt, währenddessen löste. Aber das war mir egal. Ich mochte das Gefühl, wenn sie sanft über meine Haut fuhren und den Schauer, der mich durchfuhr, wenn sie mich flüchtig berührten. Ich legte meine Hände um seinen Kopf, um ihn an mich heranzuziehen. Ich wollte ihn näher bei mir haben. Ich wollte, dass er sich an mich lehnte. Als er seine Zähne in meinen Hals bohrte, biss ich auf meine Unterlippe und der kräftig intensive Geruch des Blutes stieg mir in die Nase. Als Wladimir schließlich einen berauschenden, kräftigen Schluck nahm und dazu noch seine Finger in meine Hüften grub, durchfuhr mich ein Schauer, noch heftiger als der zuvor, und ich zuckte zusammen. Kurz darauf breitete sich ein rosiger, rostiger Geschmack in meinem Mund aus. Ich hatte so heftig auf meine Unterlippe gebissen, dass sie zu bluten begonnen hatte. Ich wollte den roten Tropfen, der an meinem Hals hinabperlte, gerade aufsammeln, doch Wladimir kam mir zuvor. Ich spürte, wie er von meinem Hals abließ, nachdem sein Atem die Bisswunde noch einmal sanft gestreift hatte und mich in mein Oberläppchen biss. Ohrläppchen, nicht Oberläppchen. Oberläppchen klingt echt eklig. Sein Mund war noch feucht von meinem Blut und er drückte ihn auf meine Lippen, die sich augenblicklich blutrot färbten. Da passiert gerade so viel auf einmal. Sein Mund ist einfach überall. Er ist am Ohrläppchen und auf den Lippen. Du hast dieses Mal keine Illustration erhalten. Spiel das Kapitel doch einfach nochmal. For real? No way! Nein! Was? Nein! Nein! Leute, wir müssen ein Replay machen. Wir müssen ein Replay machen. Oder ich versuch's so nochmal außerhalb des Streams. Kannst du die im Internet suchen oder so? Kann ich machen. Jetzt? Schnell Replay? Nee, das schaffe ich nicht. Justix hatte auch keins. Warte mal, gehen wir mal. Ah, Mann, ey. Das frustriert mich jetzt. Das frustriert mich richtig. So. Das ist... Oh, hoppla, jetzt haben wir uns schon gespoilert für Beliard. Muss auch irgendwo Kapitel 6 geben. Nom nom! Nom nom! Replay, das ist so teuer, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe, wirklich. Oder was wir falsch gemacht haben, weil das war ja zusammen. Nom 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 nom. Die Haare waren doch auf, egal. Es ist schön. It's schön. Ich mag es. Jetzt bin ich noch frustrierter, dass wir es nicht haben. Ja, ich muss herausfinden, woran das jetzt gelegen hat, aber scheiße. Ja, das Bild vom letzten Mal. Wait, ich spiele noch schnell das Kapitel zu Ende. So. Ich genoss den Geschmack des Blutes, während wir uns in die Arme schlangen
und auf dem Fell vor dem Feuer ausgebreitet lagen, das leise knisterte und den Schatten unserer zärtlich umschlungenen Körper an die Wand warf. Ich glaubte von weitem schon das grollende Gewitter zu hören, das immer näher kam und in diesem Moment perfekt meine Gefühlslage widerspiegelte. Ich bin vollkommen neben der Spur. Ah, ich muss durch das Gewitter aufgewacht sein. Ich habe vergessen, die Vorhänge zu schließen. Nach dem Abend mit Wladimir gestern bin ich so schnell eingeschlafen, dass ich vergessen habe, sie zuzumachen. For real? Ich dachte gerade schon, sie hat das jetzt geträumt oder so. Nee, du musst nicht raus, aber ich. Hallo? Sabine? Sabine, mach mal weniger. Danke. Der Wind und der Regen sind so stark, dass ich die Fenster klappern höre. Ich hoffe, das Gutshaus ist einigermaßen stabil. Ich wünschte, Wladimir wäre hier. Ich hätte ihn beinahe gefragt, ob er nicht hier schlafen will, aber ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen früh. Aber so wie ich mich verhalten habe, als er mich zu meinem Zimmer begleitet hat, hat er meine Frage sicher erraten. Er hat gelacht und mich noch einmal geküsst, bevor er mir eine gute Nacht gewünscht hat. Ein wenig später, vielleicht. Aber was ist das? Träume ich etwa? Ist hier jemand? Ich war schlaftrunken und noch in meine Decke eingemummelt, in meine Träume mit Wladimir versunken, weshalb ich noch nicht ganz zuordnen konnte, was ich da eben gesehen hatte. Aber diese hinterlistige Angst ließ mich ganz mulmig werden und ich öffnete meine Augen ein Stück weit mehr. Das Zimmer war leer. Daran gab es nichts zu zweifeln. Ich werde noch verrückt, wenn ich weiterhin so viel an Wladimir denke. Am besten lege ich mich wieder hin. Ich drehte mich wieder um und versuchte, die Augen wieder zuzumachen und mich zu entspannen. Doch mein Instinkt weckte mich plötzlich. Ich öffnete die Augen. Während ich einen höllisch lauten Schrei ausstieß, erleuchtete ein Blitz mein Zimmer in einem grellen Weiß und für einen kurzen Augenblick leuchteten die Umrisse meines Angreifers im Blitzlicht auf. Oh yes, it's the murder. It's the murderer. Noch bevor ich mich bewegen konnte, beförderte mich ein kräftiger Faustschlag auch schon wieder ins Bett zurück, während mir eine Hand den Mund zuhielt. Oh, werden das jetzt so SM-Spielchen, oder? Ich bekam keine Luft mehr, sträubte mich und schlug um mich. Die Gestalt beugte sich über mich, doch plötzlich näherten sich panische Schritte. Ich hörte Stimmen. Meine Mitbewohner mussten entweder vor dem Gewitter oder dem Schrei aufgewacht sein. Ich war bereits kurz vorm Ersticken, als die Gestalt plötzlich ihre Hand von meinem Mund nahm und verschwand. Mit Tränen in den Augen rang ich nach Atem und fuhr hechelnd aus meinem Bett auf, als die Tür mit einem lauten Knall aufflog. Valkyria, was ist passiert? Geht es dir gut? Ich hielt mir die Hände an den Hals und war unfähig zu antworten. Als Wladimir sich plötzlich neben mich setzte, stand ich immer noch so unter Schock, dass ich unerwartet aufschreckte. Einer nach dem anderen kam in mein Zimmer gestürmt, das immer wieder von den Blitzen erhellt wurde, die das Gebäude zum Beben brachten. Oh mein Gott, Vlad, geht es dir gut? Wir haben eine Gestalt gesehen. Aaron und Beliath wollten ihr folgen, aber sie war plötzlich verschwunden. Er ist zurückgekommen, verdammt nochmal. Das war einfach so klar. Mit dieser Speisekammer hier war es von Anfang an klar, dass er zurückkommen würde. Entweder um etwas Blut zu naschen oder um uns zu provozieren. Sei still, Ethan. Alle Augen waren auf Wladimir gerichtet, der mir sanft über den Rücken streichelte, um mich zu beruhigen. Doch das Zittern wollte einfach nicht aufhören. Als Wladimirs Stimme sich vor dem Hintergrund eines lauten Donnergrolls erhob, waren alle plötzlich wie erstarrt und warteten gespannt auf seine Worte. Ich weiß nicht, wer dieser Vampir ist, aber diesmal hat er uns direkt angegriffen. Seine eigenen Brüder. Vergesst alles, was wir gesagt haben. Das bedeutet Krieg. Geil! Geil! I love it! Das war ein mega, mega gutes Ende. Oh. Eigentlich hat er nur Vlad angegriffen. Ja, aber wenn man Vlad angreift, greift man ja auch die ganze Kommune an, wollte ich gerade sagen. Krieg! Krieg! Es bedeutet Krieg! Wow, Entschuldigung, die Kamera. Ich habe gehofft, dass du das Bild kriegst, damit ich es bei einem Replay kriege. Ich muss es auch nochmal spielen. Ich habe keine Ahnung. So, du hast gerade Kapitel 6 beendet. Während du auf das nächste Kapitel von Wladimir wartest, entdecke die anderen Vampire des Gutshauses. So, aber ich hatte gerade versprochen, dass wir nochmal Kapitel 5 zeigen. Das hier ist Kapitel 5.
Ja, Krieg, Chaos, Tote und Spaß. Also Akaya, das ist das Bild von Freitag. Das ist das Bild von Kapitel 5. Ja. Und das eben, das wir nicht bekommen haben, war Kapitel 6. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob ich noch ein Replay mache, ob ich irgendwo noch die Lösung finde, damit ich Kapitel 6 auch nochmal hinbekomme. Weil eigentlich haben wir ja nur bei einer einzigen Frage das Falsche genommen, ne? Wo dann plötzlich noch das andere aufkam. Jetzt ist die Frage, lag das nur daran? Reaktion zu Krieg. Geil, Krieg! Nee, ich hab das vorgelesen. Ich hab das vorgelesen. Also das Kapitel war großartig. Muss ich auch sagen. Also ich hab echt Spaß gehabt. Jetzt ist es allerdings so, ich werde auf jeden Fall das Replay offs nochmal machen, denke ich mal. Toll, Sabine hat mein Gästezimmerfenster auf dem Gewissen. What? Das ist krass. Nochmal alle Bilder? Ja, hier. Kapitel 1, Kapitel 2, da finde ich den Stil irgendwie komisch. Kapitel 3, das ist auch eins meiner Lieblingsbilder. 4 und 5. Aber Kapitel 6 hat auch eine unglaublich schöne Atmosphäre. So, ich würde das dann offstream spielen, weil wir haben es da theoretisch dann auch schon zusammen gespielt. Es passiert ja nichts Neues, es sind dann ja wirklich nur die Entscheidungen, die anders sind. Jetzt sind wir mit Wladimir durch. Ich würde sagen, dass wir uns dann zumindest beim Otome-Stream das nächste Mal am Sonntag sehen werden. Oh, hoppla, das Bild ist schwarz. Entschuldigung. Ich bin schon so durch. Also nochmal Kapitel 1, 2 und 3. Nochmal dazu, ne? Ich habe 3 sehr gemocht. 4 und 5. Und die Atmosphäre von 6 gefällt mir halt auch sehr gern. Sehr gut. So. Also Beliath würden wir dann beim nächsten Mal streamen. Sonntag. Beim nächsten Otome-Stream. Und ich möchte Dienstag sowieso das nächste Mal streamen, aber da ist dann bei Daylight dran. Beliath, Jesslyx. Ich würde sagen Beliath. Wenn wir schon dabei sind mit B-Move, dann können wir auch da weitermachen. Ja, das weiß ich doch. Deswegen habe ich es gerade nochmal gezeigt. Ich hab's doch gerade nochmal gezeigt, Black Dragon. DBD wahrscheinlich so ab 19, 20 Uhr. Das weiß ich noch nicht. Und dann halt Killer oder Survivor, das weiß ich auch noch nicht. Oh, das freut mich, Angie. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch dabei seid. Klar. Also ich habe eigentlich keine festen Streaming-Zeiten. Ich versuche dienstags zu streamen und momentan sonntags. Donnerstags gucke ich gerne momentan Germany's Next Topmodel, deswegen wird das wohl nichts. Dienstag streame ich das nächste Mal, aber dann kein Otome, sondern dann spielen wir Dead by Daylight. So. Wird Sweeter Morris auch hier weiterspielen? Ich glaube nicht. Also Sweeter Morris werde ich wahrscheinlich weiterhin offscreen machen. Aber ich glaube, Eldaria, Moonlight Lovers und so würde ich dann wahrscheinlich hier machen, genau wie Is It Love. Und ich freue mich auch schon mega auf Arbeitsleben. So, und ich habe echt Hunger. Ihr habt mir so einen Hunger gemacht. Alles gut, nicht weinen. Wir haben es ja jetzt gesehen. Und deswegen würde ich euch gleich ganz gerne zum lieben Hatu rüberschicken, weil Hatu ist echt ein Schnurzelchen. Hatu ist ein Schatz. Oh mein Gott, das ist nicht Hatu. Moment. Hier ist gerade ganz viel Werbung. Ignoriert die Werbung. Ich muss nur gucken, dass ich das Ganze hinkriege. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder für diesen unglaublichen Support. Ihr wart wieder einmal großartig. Und Hato spielt gerade ein sehr gutes Spiel, und zwar Until Dawn. Until Dawn ist großartig. Ist ein bisschen Horror, allerdings auch mit Butterfly-Effekt. Also es ist ein unglaublich tolles Spiel. Ich liebe das. Ich habe ihm das auch so ans Herz gelegt, dass er das mal spielen sollte. Also vielen Dank für den Support heute. Vielen Dank an Marc für den Raid. Danke an Paul, der so großartig seiner Mod-Tätigkeit nachgegangen ist. Und jetzt
starte ich den Raid. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Abend. Habt Spaß. Lasst euch von Sabine nicht ärgern. Und dann sehen wir uns eventuell am Dienstag wieder, wenn wir dann zusammen Dead by Daylight spielen. Oder eventuell am Sonntag, wenn wir dann Beliard weitermachen. Also vielen Dank für diese großartigen Stunden immer. Es macht mir wirklich jedes Mal Spaß. Der Chat ist so geil aktiv. Es macht richtig Spaß mit euch, Leute. Wirklich. Ganz, ganz großartig. Danke dafür. So, und ich schicke euch jetzt rüber. Lasst dem lieben Hattu liebe Grüße da, weil das ist ein ganz, ganz süßer. Und dann sehen wir uns Dienstag oder Sonntag wieder. Bis dann. Bye, bye und tschüss.